Heute bei 3 and Some, Starfotograf und Künstler Alexander Palacios, Profiboxer Ferdinand Pilz und die Legende himself Steve Holmes. Die folgende Sendung ist für 18-Jährige. Also Kids, macht's gut. Wir müssen aber weitermachen und deswegen folgt uns bei Twitch. Natürlich gibt uns ein Abo auf YouTube. TikTok und Instagram müsst ihr natürlich auch dabei sein. Da gibt es immer die Highlights, liebe Freunde. Yo, ihr wisst, dieses Projekt ist ein Herzensprojekt. Ja, das heißt, wir sind natürlich auch erfreut über jede Unterstützung und über jede Spende. Und deswegen Thema Donations. Ja, ihr seht einen roten Button unter dem Stream. Das ist der Donation-Button. Ansonsten könnt ihr noch unter dem Link 3andsome.de/support und schon, ja, seid ihr unsere Unterstützer. Und jedes Mal, wenn ihr uns donatet, dann, liebe Freunde, wird das uns angezeigt und ich trinke einen Schnaps, also füllt mich ab. Ja, also füllt mich ab. Aber das ist nicht das einzig Erfreuliche. Wir wollen natürlich wieder, dass ihr aktiv bei Twitch kommentiert im Chat. Und die drei Leute, die am fleißigsten kommentieren heute, ja, können ein Merch-Paket von Tarkan Aslan gewinnen. Nicht eins, nicht zwei, sondern drei Pakete hauen wir raus von Support Love Wrestling. Ja, also seid fleißig. Ich werde am Ende der Sendung die Gewinner bekannt geben und vorlesen. Ja. So, jetzt zu unseren Host dieser Sendung. Ihr wisst, wir sind immer zu dritt. Und dieser Mann war dreimal als harter Schläger bei Joko und Klaas am Start und hat die Leute verkloppt. Deswegen einen tobenden Applaus für Tarkan Aslan. Ja, einen wunderschönen Abend, meine Freunde. Ja, Riesendank geht auf jeden Fall raus an meinen Sponsor Support Love Wrestling. Ohne SL Wrestling wäre das natürlich nicht möglich gewesen, deswegen danke sehr. Aber wir sind natürlich zu dritt. Deswegen, die nächste junge Dame, meine Freunde, war in über 2000 Filmen die Hauptrolle. Aber das erzählt sie euch am besten selbst. Meine Damen und Herren, die vielseits gesehene Dame, Texas Patty! Tada! Hallo, meine Lieben! So, schön wieder hier zu sein. Für mich persönlich Sonntagmorgen, für euch schon Sonntagabend. Aber last but not least darf natürlich der Letzte im Bunde nicht fehlen, der die wundervolle Anmoderation gemacht hat und der stolzer Besitzer über mindestens 200 Cappies ist, wovon er vermutlich nur 3 Stück in seinem Leben trägt und die restlichen liegen im Schrank. Schöni! Hallo, ja, ein Mann braucht viele Basecaps, auch wenn er sich manchmal nicht entscheiden kann, dann sind es die gewohnten 5, 6 Stück. Aber heute habe ich mal wieder eine andere an hier. Oldschool, oldschool. Also, ja, schön, dass wir wieder zusammen sind. Ich freue mich, ja, es ist wieder Sonntag. Wie geht's euch, Jungs und Mädels? Wollte ich mal sagen. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall nochmal an meinem Gedankengang arbeiten, weil gerade eben, ich habe gerade wieder gemerkt, bei der Ankündigung, mein Kopf und mein Mund haben Marco Polo gespielt. War noch nicht auf einer Ebene. Deswegen, aber ja, mit Texas Paddy, wie geht's dir aktuell? Drüben in NA. Mir geht's ganz gut, ne? Also ich kann mich nicht beklagen. Wetter ist tutti. Die letzte Woche war es ein bisschen kälter hier bei uns. Okay, nichts im Vergleich vermutlich zu Deutschland, obwohl wir hatten fast wirklich ähnliche Temperaturen. Wir hatten echt teilweise nur so 15, 16 Grad. Aber heute scheint die Sonne, sonst hatte ich immer ein bisschen Probleme mit meinem Ton, weil es dann hier so kalt war. Heizung gibt es ja nicht in L.A. Heute habe ich Probleme mit der Klimaanlage, weil die als Hintergrundgeräusch da war. Nee, läuft alles. Also ist ziemlich entspannt und ziemlich chillig. Ich musste heute Morgen ein bisschen umrechnen, weil heute war ja bei euch Zeitumstellung. Und ich hatte die Zeitumstellung vor 3 Wochen. Also ich war 3 Wochen nur 8 Stunden von euch entfernt. Heute waren es wieder 9 Stunden. War ein bisschen tricky. Ich bin auch nicht die Beste in der Zeitumrechnung, muss man halb so sagen. Halb so wild. Zeitumstellung bei uns macht das iPhone oder der Laptop oder das Android, glaube ich auch. Meine Frage in die Runde. Also die große Nachricht natürlich diese Woche. Und wie immer habe ich natürlich 2 Fragen wieder an euch, meine Freunde.
große Nachricht diese Woche war auf jeden Fall, dass sich unsere Bundeskanzlerin gerade gemacht hat. Sie hat sich entschuldigt, live im Fernsehen. Das benötigt auf jeden Fall große Gehohnes, wie man denn so schön sagt. Jetzt mal die Frage an euch beide. Wann habt ihr euch das letzte Mal, also sie muss sich definitiv echt unwohl gefühlt haben, wann habt ihr euch das letzte Mal richtig entschuldigt, wo ihr wisst, ich habe richtig in die Kacke gegriffen? Schön, ich lasse dir mal einen Vortritt. Oh, ich hätte jetzt Ladies first gesagt. da ich ein Typ bin, der definitiv öfters mal in die Patsche gerät und mal ein bisschen Scheiße baut, muss ich mich öfters auch entschuldigen. Und ich bin aber auch ein Mensch, der sich entschuldigen kann. Also ich finde es immer sehr schade und traurig, wenn die Menschen so überstolz sind und keine Fehler eingestehen können. Lenk nicht ab, das war nicht die Frage, sondern die Frage, wann war das letzte Mal bei dir und was war der Grund? Das letzte Mal, also ich musste mich sehr wahrscheinlich relativ häufig bei meiner Frau entschuldigen für die eine oder andere Partynacht, wo ich gesagt habe, ich komme um 3 nach Hause und kam dann 2 Tage später nach Hause. Und meine Frau ist eigentlich mega entspannt, aber sie hat mich dann an der Haustür mit 2 Fäusten hart auf die Brust geschlagen und dann hat sie mit mir 3 Tage nicht gesprochen. Also da waren Entschuldigungen nicht genug. Aber gib uns mal eine spezielle Situation, so irgendeine Situation, wo du weißt, das hätte nicht passieren dürfen, das ist dir trotzdem passiert. Also wo ich mich entschuldigen sollte oder wo ich einfach richtig Scheiße gebaut habe? Nee, wo du dich auch entschuldigt hast, wo du das gerade machen danach, ist ja gerade das Unangenehme. Also ich bin ein Mann, der so viel Scheiße gebaut hat, wo ich mich entschuldigen musste. Ich denke, Bettina, wir machen doch weiter mit dir. Ja, mach du mal. Ich hab da jetzt keine. Also entschuldigen kann ich mich ziemlich leicht, deswegen bin ich vielleicht nicht der spannende Part dafür. Wann war das letzte Mal bei dir? Ich habe eine schlechte Eigenschaft, ich bin nicht so gut im Entschuldigen, wenn ich ehrlich bin. Ich tue mich damit immer ein bisschen schwer. Und natürlich, ich glaube, zwangsläufig ist es halt so, ich glaube, die häufigsten Entschuldigungen bekommt mein Mann von mir. und wir beide sind halt beide Steinböcke. Das heißt, wir haben so beide eine ganz blöde Eigenschaft, dass wir immer recht haben wollen und immer auf unserer Meinung beharren. Also da knallt schon mal öfter. Die letzte Entschuldigung, die ich Patrick entgegenbringen musste, war, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob es wirklich selber war. Ich habe dann meine Schuld auf mich genommen. Ich bin über seine Headphones gefahren und habe sein Mikro gecrashed. Und er wollte zocken und hat das Headphone aufgesetzt und hat gesagt, was ist denn damit passiert? Ich hab, keine Ahnung. Ich hatte das, glaube ich, das letzte Mal nicht. Naja, nach kurzer Diskussion war dann klar, dass ich die letzte war, die es in der Hand hatte. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie mit meinem Bürostuhl, glaube ich, darüber gefahren und habe es nicht gemerkt. Also da war eine Entschuldigung fällig. Ich habe ihm aber direkt ein neues bestellt. Aber ich weiß nicht, ich glaube auch. Also es war vorher vermutlich schon ein bisschen kaputt. Also ihr seht, ich bin nicht die beste Mensch. Wie ist das bei dir, Tarkan? Bist du jemand, der sich gut entschuldigen kann? Ich mache mich gerade auf jeden Fall, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und so das, was mir einfällt, war eigentlich eine ziemlich lustige Situation, aber damals wäre ich am liebsten im Boden verschwunden. Sowas dachte ich eigentlich jetzt auch, höre ich jetzt von euch, so diese Situation, wo man denkt, ich muss mir jetzt gerade machen, aber eigentlich will ich das gar nicht, aber man muss es. Und zwar folgendes, ich war damals bei der Bundeswehr und ich hatte so einen Kameraden bei mir, wir haben die ganze Zeit rumgefaxt. Und ich stehe so am Schreibtisch mehr oder weniger und habe so einen Kuli in der Hand und sehe nur so eine Hand, die da auf den Schreibtisch kommt. Und ich denke, das ist die von meinen Kameraden, also nehme ich den Kugelschreiber und mal auf dieser Hand rum und sag noch, was sind denn das für merkwürdige braune Flecken? Dreh mich um, steht der General dort. Das war für mich in dem Moment sehr unangenehm. Weil ich war so ein kleiner Mannschaftsdienstgrad. Ich glaube, ihr könnt es nicht nachvollziehen, aber ich bin danach dann irgendwie 20 Millionen Mal hingegangen und habe gesagt, tut mir leid, kommt nicht wieder vor. War ein Altersflecken. War vielleicht nicht ganz so lustig, dass ich noch auf seiner Hand rumgemalt habe. Ja, okay. Also da fällt mir dann doch was ein. Ich hatte damals in der 9. Klasse, der Schuldirektor hat bei uns quasi Vertretungslehrer gemacht und der hat uns irgendwie gar nicht im Griff gehabt, war aber eigentlich ein ganz netter Typ und hat irgendwie allen Leuten, ist halt rumgegangen, hat jedem was erklärt und ich habe halt hinter ihm mächtig viel Mittelfinger gezeigt und habe so Grimassen geschnitten und dann hat er sich komplett umgedreht und genau in dem Moment, wo er sich umgedreht hat, habe ich ihm direkt den Mittelfinger ins Gesicht und noch die Zunge rausgestreckt und habe nicht gedacht, dass er sich so schnell umdreht. Der hat mich damals komplett am Nacken gepackt und hat mich rausgeschliffen und hat mich mit raus ins Sekretariat und dann wurden meine Eltern angerufen und da war ich dann so klein und dann
hat meine Mutter mich auch ziemlich rund gemacht und dann musste ich. 9. Klasse, da bist du 15 oder so. Keine Ahnung. Ja, und dann hat mich nochmal anrücken lassen und dann musste ich mich beim Schuldirektor entschuldigen direkt. Und das war schon ziemlich peinlich damals, aber weiß ich noch. Wow! Oh, wir haben eine Premiere heute Abend. Jetzt werdet ihr sehen, was passiert. Wenn jemand von euch donatet, muss schön hier ein Kippen. Deswegen immer nur in kleinen Beträgen donaten. Ja, genau. Am besten nur so in Euro. Wie heißt der Herr, der gespendet hat nochmal? Revox DM, mein lieber. TM. Ja. Hat er schon ein paar kurze gehabt. Du bist unser erster Donation-Meister und darauf trinke ich. Also jedes Mal, wenn ihr uns unterstützt oder uns eine Donation gibt, dann kipp ich. Also, genau. Und ihr wollt daran schuld sein, dass Schöni sich heute Abend wieder bei seiner Freundin schuldig wird, das 2 Tage später ist. Genau so wollen wir das sehen. Revox TM, Prost, schreibt er. My man. Also, ja. Ja, Takan. Du bist ja so nett und so freundlich und hast ein Merch-Paket zur Verfügung. Also 3 Stück stellst du zur Verfügung, ne? Nicht ich persönlich, sondern das ist passiert in Absprache mit meinem Sponsor, wie gesagt, hier nochmal. Support Love Wrestling, ja. Mhm. Finden unter www.sl-wrestling.de. Da findet ihr quasi den größten Merch-Hersteller in Deutschland, was Wrestling-Merchandise angeht. Von Wrestlern aus aller Welt, also wirklich aus aller Welt. Ja, danke nochmal an dich und Shoutout. Ja, und warum habe ich eigentlich noch keinen? Sorry, muss ich mal, liefert ihr nicht nach Los Angeles, oder? Da musst du jetzt ganz, ganz aktiv im Chat sein. Vielleicht. Dann gibt es eine Sammelbestellung. Wollte ich gerade sagen, vielleicht sucht der Schöne dich dann am Ende raus. Genau, die aktivsten Twitch-Chatter werden heute nämlich belohnt am Ende der Sendung und ich werde dann verkünden, wer eins dieser 3 Pakete bekommt. Hoffentlich dann lallend, wohlgemerkt. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das geht ja gut. Also Revox TM ist ja jetzt schon unser Liebster, wobei ich da einige Leute wieder sehe, die uns sehr treu geblieben sind und sonntags dabei sind. Da sind wir natürlich auch sehr, sehr dankbar. Aber morgen abhängig davon. Ich wurde jetzt von mehreren Leuten gefragt, wann habt ihr denn mal wieder so ein Thema, ne? Wie wir es damals so öfters hatten und so. Mhm. Das wollen wir mal probieren, wie das dann so bei euch ankommt. Und wir haben uns diese Woche echt lange überlegt, Thema. Und ich kam auf das Thema Scheiße bauen. So, jeder von uns hat schon mächtig viel Mist gebaut und tut es quasi immer noch. Ich glaube nicht, dass jeder von uns wirklich so gesetzestreu ist, wie er es denn so gerne hätte. Also Schöni, was war das Letzte, wo du quasi theoretisch mit dem Gesetz in Konflikt gekommen wärst? Wovon du jetzt hier auch erzählen darfst. Okay, also das ist schon auch wieder so lange her, das ist aus der Schulzeit. Nimmst du mich jetzt hops? Ich war mit dir auf Partys, da habe ich mehr gesehen als alles andere. Also auf Partys bin ich jemand, der lange bleibt, super viel zu sich nimmt und übertreibt, aber ich bin nie jemand, der das Gesetz so bricht. Nein, so meinte ich das nicht. Aber wir waren schon zusammen auf Partys, wo wir mehr Leute gesehen haben, die Gesetz gebrochen haben. So war ja, das stimmt. Genau, das genau. Stimmt, ja. Und du bist so bestimmt mal zwischendrin mal wieder über irgendeinen Zaun geklettert oder sonst wo, um irgendwo reinzukommen oder sowas. Ja, ich bin mal über einen Burggraben geklettert. Das war auf einer Burggraben. Das war in Gießen auf einer Studentenparty. Das war die Schiffenberg-Party. Das ist eine relativ große Burg und die ist so beliebt, weil das so eine geile Open-Air im Sommersemester Open-Air-Party ist und die war so schnell voll mit Menschen, dass man nicht mehr reinkam. Das kann man sich mal vorstellen, da gab es noch so Veranstaltungen. Und ich bin dann über die Regenrinne beziehungsweise über dieses Rohr bin ich geklettert, über die Mauer und bin dann so komplett in den Schlamm reingesprungen. Aber es war mir scheißegal, weil ich war dann auf der Party. Und deswegen kann ich sagen, ich bin mal, um auf eine Party zu kommen, über einen Burggraben und über eine Burgmauer geklettert, um auf einer Party zu sein. Das klingt richtig Mission Impossible auf jeden Fall. Schön, ja. Ja, Texas Paddy, was war das letzte Mal bei dir, wo du sagst, dafür hätte ich mit dem Gesetz in Konflikt kommen können? Also natürlich gibt es hier und da mal ein bisschen, die Gesetze hier in Amerika sind ja ein bisschen anders. Also da komme ich ja schon in Konflikt, wenn ich auf dem Balkon eine Zigarette rauche. Ne? Das ist ja hier, läuft ja ein bisschen anders. Aber ich kann mich halt wirklich dran erinnern, ich glaube, so worst case, weil Patrick und ich das einfach nicht wussten und völlig naiv da dran gegangen sind, war, als wir wirklich in der Tat das erste Mal in Amerika waren, haben wir uns gedacht, okay, wir müssen irgendwie hier
Baywatch Beach, sage ich nur, ne? Also ich wollte irgend so ein bescheuertes Strandhäuschen im Hintergrund haben, ne? Wo sonst immer die Guards halt stehen und gucken, dass da keiner ertrinkt. Die waren relativ leer, weil es war früh im Jahr, es war Januar. Und wir haben dann da Bilder gemacht und da war auch nicht viel los am Strand. Und ich habe mir dann irgendwann so gedacht, euer Bikini und so, also Instagram-tauglich. Und naja, für meine anderen Plattformen ist ja vielleicht auch ganz nett, wenn man da einfach ein paar Nacktbilder halt macht. Das sieht ja eigentlich ganz nice aus, kriegt man ja so nicht wieder. Und ich habe das wirklich frohen Mutes gemacht und hat auch keiner was großartig gesagt. Und dann habe ich die Freunden gezeigt, die in Amerika waren, und sage, guck mal, voll die coolen Bilder gemacht, sieht das nicht nice aus? Und alle so, und ich, was denn? Das ist verboten. Ich sage, was ist verboten? Nacktheit in Amerika am Strand ist halt absolut topless, schon völlig untersagt. Und das steht hier wirklich unter, du bist danach wirklich als Sexualstraftäter quasi mehr oder weniger vorbestraft, wenn du hier nur in die Ecke urinierst, mehr oder weniger. Ich wusste das halt nicht und ich war guten Mutes. Ich habe mich dann nicht getraut, die Bilder zu veröffentlichen und habe das dann auch mal zur Seite geschoben. Aber ich glaube, das war so mein unbewusster, was also aus näherer Vergangenheit angeht, letzter Fauxpas, wo ich mir gedacht habe, okay, das hätte auch tierisch in die Hose gehen können, ne? Aber ja, Unwissenheit schützt vor Strafe auch irgendwie nicht, habe ich mir gedacht. Ja, das machen Schöne und ich auch öfters, dass wir Nacktfotos in der Öffentlichkeit machen. Aber Berlin, wie gesagt, ist halb so wild. Genau, in Berlin ist es super, weil hier sind halt total viele, wenn ich halt irgendwelche Bilder irgendwo auf bestimmten Portalen, wo es halt erlaubt ist, poste, dann immer so, oh wow, mitten in Public. Und ich denke mir so, ja, das ist halt echt ein riesengroßer Unterschied zwischen Europa, mal global gesagt, und Amerika, ne? Also ja, das war definitiv eine Sache, wo ich mich hier umgewöhnen musste, ja. Okay. Mir fällt zum Beispiel ein, Schöne, und das ja. Meinte ich gerade eben. Ich glaube, du warst dabei, weil das, ich glaube, das war, wo wir von Prenzlberg aus ins Sage gefahren sind. Und da kam der Uber-Fahrer an und wir kamen da irgendwie mit 7 Leuten an und er sagt, ist nicht. Und dann haben wir ihm 20 Euro mehr in die Hand gedrückt und er hat gesagt, steig ein. Das meinte ich gerade eben, weil ich glaube, wären wir da erwischt worden, wäre der Typ auf jeden Fall seine Lizenz losgeworden. Eine Taxi-Lizenz wäre futsch. Auf jeden Fall. War auch lustig, wo wir da ankamen beim Club und so. Und er sagte, ja, er steht hier auf der Liste und wir nicken einfach nur. Er guckt uns an, okay, geht rein. Okay, cool. Weißt du, fuck it. Funktioniert immer. Absolut. Letztes Mal richtig Mist gebaut. Wie lange haben wir denn Zeit? Wir haben noch 10 Minuten bis zum ersten Gast. Also Takan, hau raus, Digga. Oh, nee. Wo ich jünger war, habe ich echt viel Mist gebaut. Echt viel. Ich glaube, meine Eltern hatten richtig klein. Wie hieß diese Serie damals noch mit diesem blonden Kind? Michel von Lönneberger. Nein. Wo der Nachbar mal so geschrien hat. Der hat immer seinen Namen geschrieben. Wie hieß das? Dennis. Ach, Dennis, ja. Ja, ich war so ein Rabauke, Alter. Also ganz im Ernst, ich war echt nicht gut. Ich kann mich mal erinnern, da war ich noch ein ganz kleiner Knirps. Und wie alle kleinen Kinder, ich habe halt eben gerne mit Feuer gespielt. Weißt du, mit Streichhölzern und so. Kennt ihr selber bestimmt. Mhm, klar. Auf jeden Fall meine Eltern nicht da und so dies, das. Und ich stehe in der Wohnung und spiele halt eben mit Streichhölzer. Und für mich im Kopf ist so, was passiert denn, wenn ich alle auf einmal anzünde? Das war für mich so, auf jeden Fall. Sollte ich mal probieren. Also habe ich es ausprobiert, mir die Finger verbrannt, das Streichhölzchenpäckchen ist auf den Boden gefallen in meinem Zimmer. Ich habe das ausgetreten. Da war auf einmal so ein riesen Brandfleck in meinem Zimmer. Ich habe ein Kissen draufgelegt, bin rausgegangen zum Spielen. Kam dann später irgendwann wieder und wurde dann gefragt von meinem Vater, was ist das? So, und ich so, keine Ahnung. Ich bin von rausgegangen, war nicht da. Das ist jetzt was. Ja, sowas halt. Aber ich habe auch, auch schon das eine oder andere Mal definitiv auch noch so Erwachsenen missgebaut. So ist ja nicht. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Uber-Fahrer. Weil, wie gesagt, hätten die uns erwischt so, wo wir da mit 7 Mann in so einer 4-Mann-Karre sitzen oder so, der hätte mindestens seine Lizenz verloren. Ja, wobei das geht ja so ein bisschen unter Kulanz, Augen zudrücken und. Meinst du? Mach mal die Polizei. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, das liegt genau, wie du es betrachtest. Ich wollte gerade sagen, aber wenn du in Berlin wirklich genau guckst, dann hätte die Polizei nie wieder Freizeit, weil. So ja, aber Digi, Alter, ich habe schon mit. Gotham City ist Berlin. Nicht ganz, aber ja. Wir haben schon mit 4 Mann quasi einen Kollegen ins Auto getragen, weil er zu besoffen war und der hat uns nach Hause gefahren mit einem Typen im Kofferraum und sowas. Ich glaube, wenn die Polizei ihn anhält oder sowas. Lass mich raus! Ich glaub, wenn die Polizei ihn anhält oder sowas, ja, könnte schon Ärger geben, aber so what, weißt du, ich meine. Nicht nachmachen zu Hause, nicht nachmachen. Nope. Immer nur ein Streichholz nach dem anderen. Was habt ihr denn für Scheiße gebaut, wo ihr kleine Knirpse wart? So? Oder kleine Mädels in dem Moment?
Also ich habe ehrlich gesagt als Kind gar nicht so viel. Ich war ein ziemlich artiges Kind, muss ich wirklich sagen. Ja. Aber da war ja Patrick, glaube ich, so der bessere Geschichtenerzähler, weil den hätte ich als Kind ehrlich gesagt nicht geschenkt haben wollen. Also ich glaube, um die Geschichte mal kurz zu machen, das ist auch echt die lustigste Geschichte. Patrick ist ja 71er Baujahr, das war die Zeit von RAF und Entführungen waren halt ganz groß und was nicht lustig war. Und Patrick hat sich, die sind mit dem Schulbus immer zum Schwimmen gefahren. Mit der ganzen Schulklasse, war ja damals auch so, ne? Und dann hat er sich gedacht, gucken wir doch mal, was passiert, wenn ich einen Zettel male, wo drauf steht, Hilfe, wir werden entführt, und das einfach in die Heckscheibe des Busses mache, während wir auf der Autobahn sind. Das hat auch genau eine 10 Minuten gedauert, bis dann komplett Polizei alle diesen Bus angehalten haben, umstellt haben und festgestellt haben, dass es halt nur ein lustiger Bubenstreich war. Für Patrick waren dann 3 Jahre danach Weihnachtsgeschenke gestrichen, weil den Aufwand mussten seine Eltern bezahlen. Aber Patrick sagt immer noch, dass er sehr froh ist, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil er dadurch wirklich Vertrauen in den Rechtsstaat gefunden hat, dass die immer noch direkt da sind. Also so jemand war ich nicht. Ich war wirklich ziemlich smoothie. Nee, also so Schwimmbadeinbruch und so habe ich auch alles als Jugendlicher hinter mir. Ja, das Nachts kommt hier rein auch ins aus, Schwimmbad. kommt aus dem Chat hier auch, dass sie sagen, klar, so wie wahrscheinlich jeder mal nachts ins Freibad Ja, nach. klar. Ja, das ist so klar. Morgens bei Lidl dann noch die Bananen weg von der Palette und so. Ja, Und haben wir alle gemacht. Sensation82 sagt, Hallo Tarkan, SL Wrestling ist eine coole Seite und habe als Kind gerne Klingelstreiche gemacht. Das war Ja. natürlich auch der Klassiker, Wollte ich ne? gerade sagen, kennen wir alle, Klingelstreiche. Oder jetzt mit Lehrerin. Wir haben mal von einer Lehrerin den Sitz nass gemacht und die kam dann rein in die Klasse, hat sich hingesetzt, war nicht ganz so begeistert oder Reißzwecken drauf gemacht und sowas. Was wir damals gemacht haben, da auch so in meiner Jugendzeit, da waren wir in so einem Kaufhaus, wie so Galeria Kaufhof, und haben quasi so das teure NHL-Spiel aus der Elektroabteilung genommen und sind zu der älteren Frau aus dem Porzellanabteilung gegangen und haben aber vorher so ein 1,50 Preisschild drauf gemacht. Und die Frau hat einfach nur das eingetippt, was sie gesehen hat. Und dann sind wir ein paar Wochen in Folge mit relativ teuren Computerspielen für 1,50 € raus. Das ging so lange gut, bis der Detektiv irgendwann mal gemerkt hat, hey Jungs, was macht ihr denn da? Hat uns dann aber erstmal schön bezahlen lassen, sodass er uns dann auch schön auf frischer Tat ertappt hat. Und dann meinte er so, stopp, bleibt stehen. Und ich, super professionell, fang an zu jaulen und sag so, ich habe nichts gemacht. So, ja, was habt ihr denn gemacht? Ich so, oh. Und dann haben sie mich erstmal schön nach oben genommen. Und die lustige Sache dabei war, von meinem Kumpel, der dabei war, der Opa war der Polizeichef von unserem Ort. Und dann hat die komplette Abteilung von seinem Opa uns Jungs, wir waren so 7, 8, abgeholt und hat uns zur Polizei abgeführt. Und als sie reingekommen sind, stand er so da, hat den Kopf runtergemacht und die so, na, wen haben wir denn da? Da wird sich der Opa aber freuen. Und das war dem so peinlich. Und in dem Moment dachte ich so, okay, alles klar, ich kriege riesen Ärger zu Hause, aber der ist von der Polizeifamilie, der ist richtig am Arsch. Ja, Urkundenfälschung und Betrug. Siehst du, bei mir in der Nachbarschaft war es eher so, wenn irgendjemand schreit, halt, stopp, egal was du für einen Anzug anhatte, dann bist du gelaufen, weißt du so. Das war eher so bei mir die Nachbarschaft so. Ja, nee, also missgebaut haben wir alle. So. Ich würde gerne vieles erzählen, will es aber ungern erzählen, weil ich weiß, das kommt nachher auf Clips oder sowas. Und manche Dinge sollen vielleicht ganz gut begraben sein, so. Deswegen, aber jetzt, wie gesagt, so das Letzte, was mir einfällt, war, wie gesagt, mit Schöni auf dieser einen Party, wo wir da den Typen halt eben bestochen haben. Wobei wir wirklich auf der Gästeliste standen, das muss man dazu sagen. Auch wenn er uns so angeguckt hat, aber wir standen wirklich drauf. Zumindest. Ja, und wenn man mit Evil Jared quasi ans Stage kommt, dann hat man meistens so Da waren ja ein. noch ein paar andere bekannte Leute dabei, die wir jetzt vielleicht nicht gerade nennen, aber war ja nicht nur Ja, er. Ne? wir waren schon eine coole Truppe. Auf jeden Fall. Ey, Quasi ich vermisse die das auch echt. Eintrittskarte. War so Aber eine der letzten Partys, die wir gefeiert haben. die letzte war doch hier bei Jared sogar zu Hause so. Apropos, Grüße an dich, Jared. Wir vermissen dich. Ja, komm zurück. Mit dem, Wissen wir jetzt eigentlich gerade? tja, Social Man Media. weiß es nicht. Er Social Media. ist im Geheimauftrag der amerikanischen Regierung. Ich wollte gerade sagen, er besorgt gerade den Impfstoff. Viel Ja, Erfolg. absolut, absolut. Nee, die war bei ihm zu Hause, wo jemand mir mein Headset geklaut hat. Und wir ziemlich sicher sind, wer es war, aber wir wollen ja nichts sagen.
Gib es zurück oder wir finden dich. Absolut, absolut, absolut. Nee, also, ja, Thema Scheiße bauen. Was haben denn die Zuschauer? Haben die schon mal ein bisschen Mist gebaut da? Was sollen die denn raus? Abgesehen jetzt hier vom Freibad einbrechen. Das habe ich gemacht, da waren wir 14 oder so. Jetzt bin ich 17, also kommt schon. Also die schreiben hier immer noch, Klingelstreich ist hier noch und die gehen alle über die Geschichten, die wir erzählen. Aber natürlich, die richtig harten Sachen will ja keiner von uns erzählen. Weil unser Techniker okay. Im Hintergrund nämlich daraus TikToks macht. Und okay, okay. Ich erzähle euch mal was ganz Lustiges. Ich war mit 16 bei der Kripo, habe Fingerabdrücke und etc. abgegeben. So, jetzt wollt ihr die Story dahinter hören? Na, ja. Natürlich. So, Folgendes ist passiert. Es war irgendein Schultag, ich mit ein paar Kollegen haben wir die Schule geschwänzt, wir waren mal in einer anderen Schule, haben da so ein bisschen rumgehangen und zwei andere Leute haben irgendjemanden da, also wir kannten die anderen Leute, aber wir hatten nichts in dem Moment mit denen zu tun, haben jemand anders dort abgezogen. Scheiß Geschichte, keine Frage. Polizei kommt vorbei und greift alles ab, was irgendwie in 10 Meter Umkreis schwarze Haare hat. Ungelogen, war damals wirklich so. Also komme ich mit, alles drum und dran, mit 16. Fingerabdrücke, dies, das. Ja, jetzt muss ich nach Hause und meinen Eltern das erklären. Was meinst du, wie geil das war? Obwohl ich nichts gemacht habe in dem Moment, weißt du, wie ich meine? Also, so viel zum Thema Gehen. Wir haben alle noch schon ein bisschen mehr Mist gesehen, aber können natürlich auch alles nicht hier so raushauen. Weil wir wissen ganz genau, der Mann im Ohr macht daraus ganz geile Clips. Ja, und da sind wir, Entschuldigung, Patty, aber da sind wir ja am Punkt. Wir sind auf TikTok und auf Instagram und auf YouTube und dort kann man nämlich unsere ganzen Highlights finden und sehen und deswegen gibt uns da bitte auch etwas Liebe und folgt uns, abonniert uns auch dort. Yes, genau so. Also, für mich, ehrlich gesagt, die prägendste Geschichte. Und es ist auch ganz lustig, vielleicht guckt er sich das an. Ich hatte letztens Kontakt zu einer Person, die hat mich, ich sage jetzt keinen Namen, die hat mich bei Instagram angeschrieben, mit der war ich früher zusammen in der Klasse. Und mit dem und ein paar anderen Typen haben wir wirklich damals in der Abschlussklasse, ich glaube, die schlimmste Party ever. Und das ist wirklich eine Sache, ich habe vorhin gesagt, ich kann mich schlecht entschuldigen. Dafür möchte ich mich jetzt nochmal entschuldigen, dass der gute, damals junge, heutzutage Mann so einen Stress danach mit seinen Eltern hatte. Weil das war so eine klassische Party, die nicht geplant war. Also geplant war, meine Eltern sind nicht da, hey, wollen zwei, drei Leute halt rumkommen, ihr bringt Pizza mit und wir machen ein cooles Sit-In und danach fährt halt wieder jeder. Das ist dann so eskaliert, dass der Freund vom Freund dem Freund Bescheid gesagt hat. Und irgendwann ist, und das war, der wohnt halt in einem Kaff, ja, ist diese komplette Bude gestürmt worden. Jeder hat Alkohol mitgebracht, das ist ziemlich ausgeufert. Der Gute hat dann irgendwann versucht, die Kontrolle zu behalten und hat dann gesagt, pass auf, Leute, eins super wichtig, ja, meine Eltern sind mega pingelig und die kommen halt am Montag wieder, ja, auf gar keinen Fall den Alkohol anfassen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was du sagen kannst, weil das ist so die Herausforderung schlechthin. Nicht den Alkohol von meinen Eltern anfassen, nicht das. Die Party ist wirklich so geendet, dass ich dieses Bild noch im Kopf hatte. Die waren sehr wohlhabend. Da war eine Badewanne mitten im Badezimmer. Vier besoffene Weiber, wir waren damals alle sowas, keine Ahnung, 16, 17, 18, sowas im Dreh. Vier besoffene Weiber in der Badewanne, ein Typ in der Badewanne, leere Flaschen in der Badewanne, die natürlich gefüllt waren mit Wasser. Irgendwer ist dann auf die Idee gekommen, dass es total lustig ist, mal die Schminkkiste von der Mutter durchzukramen, hat sich wild geschminkt, Lippenstift, teure Chanel-Lippenstifte abgebrochen. Es war ein Vollchaos. Irgendwann ist dann jemandem aufgefallen, ganz schön nass hier auf dem Boden. Wo kommt denn das Wasser her? Wir haben vergessen, die Badewanne auszumachen. Also das war Eskalation hoch 10. Und natürlich ist zum guten Schluss halt alles rausgekommen. Und er ist montags auch nicht in der Schule erschienen, was mir dann sehr leid tat. Und letztens hat mich wirklich jemand aus der Schulzeit halt angeschrieben bei Instagram und hat gesagt, oh Mann, kannst du dich daran noch erinnern? Ich glaube aber, dass einfach, wir werden alle älter. Und ich glaube, du hast eigentlich so mehr Respekt davor. Und du bist weitblickender als mit 18. Mit 18 ist so ein bisschen was getrunken. Oh, was kostet die Welt? Und heutzutage, glaube ich, wird man so ein bisschen gesittet halt in manchen Dingen. Ich glaube nicht. Aber bevor wir darauf hingehen, Schöni, bitte. Yo, also unser erster Gast, den wir heute am Start haben, ist ein Starfotograf. Ein großer Künstler, ein sehr, sehr, sehr guter Freund aus meiner Kindheit.
Er hat sie wirklich alle schon vor der Linse gehabt und ich sage euch, Freunde, wenn ihr in die Kunst investieren wollt, dann macht es bitte bei diesem Mann, denn er hat wirklich sehr ausgefallene und coole Kunst am Start, vom pinken Darth Vader bis Füße von Leuten aus dem Dschungel. Ja, also dieser Mann hat wirklich alles aufs Papier gebracht und fotografiert. Hier ist Alexander Palacios, willkommen bei Three and Some. Kannst du uns hören? Wir dich nämlich noch nicht, lieber Alex. Sieht ein bisschen lost aus. Ich glaube, er kann uns nicht hören. Wir sind eine Live-Sendung, liebe Freunde. Da haben wir das natürlich öfters mal das Problem, dass wir ein paar Knöpfe erstmal drücken müssen. Ihr könnt natürlich auch ein paar Knöpfe drücken, indem ihr uns unterstützt. Es gibt nämlich den roten Donation-Button unter dem Stream. Und wenn ihr den drückt, tut ihr uns unterstützen und ich trinke ein. Also haut raus, unterstützt diese Sendung, solange unser erster Gast noch an den Knöpfchen drücken muss. Hört sich aber gerade so schon an, als ob du wirklich schon vorher, ja, also tut drücken, streamen. Also tut. Ihr müsst ein bisschen mehr Donations geben hier, weil dann wird es, glaube ich, richtig lustig. Dann kann es richtig lustig werden, ja. Ich hatte mir heute mal einen Drink gegönnt. So. Ja, recht hasse. So. Ja, jetzt muss der Alex nur noch auf den Knopf drücken, weil der hat sein Mikro, glaube ich, aus. Ansonsten verzögert sich. Tarkan, bist du noch da? Ich bin da. Ich glaube, er hört uns auch. Wenn uns ja, glaube ich auch. Blinzel zweimal. Scheinbar doch noch nicht. Ja, das ist aber gut. Nee, aber das ist natürlich klar. Wir sind live, wie gesagt. Also, wir waren bei Partys, wo man komplett die Bude auseinandergenommen hat. Ich sag mal so, ich bin in einem Hochhaus groß geworden, was zwei Seiten hatte. Und beide Seiten waren, glaube ich, 15 Stockwerke oder sowas. Und wir haben jedes Wochenende quasi irgendwo gefeiert und wussten nie, wer der Wirtschafter der Party ist quasi. Aber es war immer lustig. Also, von daher, ja, doch. Und, dass man jemanden besoffenen Kollegen in die Badewanne steckt und mit kaltem Wasser abduscht und so, ist lustig. Super. Also wirklich, wir hatten auch den größten Spaß auf dieser Party. Also wirklich, der Alkohol war leer, der Eiswürfel-Crusher wurde dann einfach mal ausprobiert. Also ohne natürlich ein Glas runterzuhalten, wäre ansonsten total langweilig. Also die Bude sah nachher aus wie nach einem Bombenanschlag, ne? Und also da ist auch, wurde von nichts halt gemacht, ne? Also wirklich, ich will jetzt nicht zu viel sagen, nicht, dass man nur die Hälfte erzählt hat. Also dann erzähle ich mal kurz so lange, bei der letzten Party, wo Schmidt und ich zusammen waren, fing irgendwann an, morgens um 4 jemand, wo wir alle komplett voll waren, drüber zu erzählen, mit diesen ganzen QAnon-Geschichten und dass Donald Trump doch der Gute ist und so. Wir hatten da echt einen auf der Party, der da halt eben voll drin ist in dieser Materie. Und wir alle morgens um 5 so richtig einen Knülle. Und ja, war nicht das lustigste Thema in dem Moment. Wo der gegangen ist, haben wir auch alle erstmal gejubelt. Das war ganz geil. Also, wie gesagt, ich glaube, die lustigsten Partys entstehen halt wirklich so super spontan. Ich kann mich erinnern, Patrick und ich, wir haben uns irgendwann mal selbst zu einer Party in Miami eingeladen. Das war auch total lustig. Da war halt laute Musik und wir haben uns halt so mit einer anderen Freundin und einem anderen Kumpel gedacht, das hört sich ziemlich gut an eigentlich. Und das ist etwa genauso gelaufen, der Security, also es war halt so eine riesengroße Menschen-Security-Typ vor der Tür. Und dann echt so, ja, seid ihr eingeladen? Und wir so, klar, sehen wir nicht so aus, als wenn wir eingeladen werden. Und sind dann wirklich in irgendeine random Party. Wir kannten keinen Arsch, aber war Open Bar. Das war ziemlich nice. Und cooles Wetter. Und wir sind, irgendwann kann ich mich dran erinnern, und nochmal, die beiden, die wir mit dabei hatten, haben nichts mit meiner Branche zu tun, nackt im Pool auf einer Luftmatratze geendet, nachts um 4. Das war ganz lustig. Du hast deinen Drink in der Hand, weißt du, mit diesen Halterungen, ne, und liegst nachts um 4 in Miami im Pool und denkst dir so, ah, klar, läuft. Okay, morgens war echt scheiße. Ziemlich krasser Hangover von uns allen. Ja, aber das sind halt wirklich so lustige Dinge, wo ich mir im Nachhinein denke, wie bescheuert bist du eigentlich? Du kannst doch nicht einfach zu so einer random Party, wo du keinen Typen kennst, ey, in einem fucking fremden Land, im fremden Staat, du weißt überhaupt nicht, auf was du dich da einlässt. Gerade bei Amis. Ich kenne das immer jetzt gerade vom Sport, also vom Catch, wenn dann Amis drüben sind und man geht mit denen so feiern. Also ist mittlerweile so, klar, Welt ist offen, aber so vor ein paar Jahren oder so und du hast ja mitgenommen bis zum Feiern nächsten Morgen oder so, heutzutage wird das ja nicht mehr gemacht, so allgemein.
man ist ja bewusster, was den Sport angeht. Aber so damals so, da machst du irgendwie feiern bis morgens um 10. Ah, jetzt höre ich die. Jo. Ja. Ah, jetzt hört ihr mich? Jetzt. Okay. Ja, wunderbar. Ei, ei, ei. Danke für eure Geduld. Seht ihr mich auch? Ja. Also ich sehe dich. Ja, super. Mach dir keinen Kopf, bisher hatten wir noch keine. Also wir Show, sehen dich, aber sehen die Zuschauer dich? Das ist die Frage. Das ist die Frage, gell? Ja, aber ey, gar nicht so einfach. Aber ich höre euch die ganze Zeit schon, habe gut mitgehört. Lustig auf jeden Fall. Ich sitze hier draußen sowieso in der Sonne, Sonne scheint. Ey, hier ist eine Bullenhitze bei uns. Ne? Ja, richtig geil. Ich bin in Basel, in der Schweiz. Bei mir auf Balkonien Urlaub machen. Und meine Cousine wohnt auch in der Schweiz. Ja, wo denn? Fragst mich was. Die ist irgendwie Dolmetscherin. Ach, nur so, der geht's gut auf jeden Fall. Weil ihr Mann Dolmetscherin Deutsch zu Schweizerdeutsch? Deutsch, Portugiesisch, Französisch, 7 Sprachen insgesamt, frag mich nicht. Wow, okay. Ja, ja. Also, der geht's gut, weil ihr Mann muss nicht arbeiten auf jeden Fall. Und die haben 2 Kinder. Und das in der Schweiz. Auf jeden Fall. Oh, das ist, dann haben sie Geld auf jeden Fall, gell? Wenn du da Kinder hast. Ja. Aber schön, dass du ihn nicht hergefunden hast. Schön. Ja, freut mich auch. Ich habe ein bisschen gebraucht. Ich war zwar schon um 5 Uhr am Start. Und hab gedacht, hab alles richtig eingestellt. Jetzt hast du, jetzt hast du nicht mehr viel Zeit, deswegen hauen wir gleich raus. Ich habe den Leuten erzählt, dass du schon richtig tief im Dschungel warst und hast die Einheimischen, so jetzt der Schnaps, Patty lacht mich schon donated, wieder aus. Leute. Donated. Genau, und rausgekommen ist, dass du die Füße der Leute aus dem Dschungel fotografiert hast. Papua. Ja, 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 ja. Und erzähl uns ein bisschen was von deinem Adventure, weil das ist ja mal was Außergewöhnliches, was nicht in so einem klassischen Studio stattfindet. Ja klar, also Papua, super krasse Story. Also da ging es darum, also ein Freund von uns, den Schöni auch kennt, die bieten Reisen dorthin an. Und das Tolle in meinem Job ist halt, ich komme immer an Orte, an die ich vielleicht eine Woche vorher nie gedacht habe. Und Papua ist wirklich am Arsch der Welt, muss man sich vorstellen. Also da ist nichts, die Leute dort, du kommst da hin. Also generell musst du dich schon mal fragen, okay, machst du das? Weil es ist wirklich gefährlich. Die Flugzeuge, die dorthin fliegen, stürzen ab. Du hast da alles Mögliche an Viecher, die dich umbringen können. Und am Ende, wenn die Leute dich nicht gern haben, dann bringen sie sich auch einfach um. Ne? Also kann wirklich alles passieren. Adventure-Urlaub. Adventure-Urlaub auf jeden Fall, aber es ist immer Kombination mit meiner Arbeit auf jeden Fall. Ne? Also ich bin immer an Völkern, allem interessiert und mich reizt natürlich, andere Kulturen kennenzulernen. Ja? Und dort oben war es halt krass, sage ich mal, man ist da ab vom Schuss. Also wenn dir was passiert, wir waren da 7 Tage oben und sind gereist, also sind gelaufen dort. Ihr müsst euch das so vorstellen, das war ein kleines Städtchen, was erreichbar ist, mit einem Flugzeug, also mit einem Düsenjet-Ding. Aber der Flughafen, der liegt in einem Tal. Ja, also eine Woche vor uns und irgendwie 3 Tage vor uns sind gerade Flieger abgestürzt mit ein paar Menschen, die tot sind. Weil viele Flieger packen es nicht über die Hügel und crashen da rein. Ja, und wenn du dort landest, siehst du links und rechts sau viele Wracks, wo du denkst, oh mein lieber Jolly, ey, hier will ich nicht enden. Und wenn du natürlich dann dort oben bist, die Einwohner von Papua, also da, wo wir jetzt waren, die sehen aus wie Aborigines, so ein bisschen. Kennt ihr die sicherlich, oder? Ja, und sind kleiner, wenn man sie auf Bildern sieht, denkt man so, wow, die sind riesig, haben große Hände, große Füße, sind super stabil, sind wie so ein Air Jordan, denkt man. Und dann stehen sie neben einem, dann sind sie eher so klein und süß und sprechen teils Indonesisch, was auch auf dem Alphabet basiert, ja, und das ist eher so eine, aus unserer Sicht, eine süße Sprache, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Wamena im Balium Valley, das ist wie ein großer Markt, wo dann diese ganzen Dörfer aus diesem ganzen Tal hin, also drumherum, das sind Kilometer, also du kannst das nur durchlaufen, da gibt es keine, du hast zwar Autos dort oben und auch Motorräder und alles, aber alles, was dort oben existiert, wurde mit dem Flugzeug hingeflogen. Also sie sind wirklich abgeschnitten. Ne? So, die meisten können sich dabei nichts leisten, also müssen sie laufen. Und wenn dir dort was passiert, du hast da sehr viele Erdrutsche, weil Regen, Sonne, Regen, Sonne. Und das siehst du auch. Und das ist saugefährlich, wenn du einen falschen Schritt manchmal machst, dann kann es das gewesen sein. Ne? Also rutscht ab und that's it. Wir mussten zum Beispiel über eine Brücke drüber. Müsst euch das immer so vorstellen. Also dieser Baliumfluss, da gibt es eine Brücke, die wurde von Japanern gebaut, weil ein Japaner dort reingestürzt ist und gestorben ist. Ja? Und alles, was da existiert, hält so lange, bis irgendwie zusammenbricht eigentlich. Weil
Es lohnt sich nicht, das zu verbessern, zu erneuern. Es gibt keine Leute, die das machen können. Und wir mussten über eine Brücke drüber. Kann ich mal Bilder schicken? Die war schräg einmal und du hattest Löcher und du konntest an diesen Pfählen, die da waren, konntest du hin und her rütteln. Und unsere Läufer, wir hatten zwei Läufer mit und haben halt gesagt, so hey, also wenn die das schaffen mit Gepäck, also wir haben denen das Gepäck gegeben, also wobei der eine schon, wobei der eine ist schon vor, also wir waren sowieso hinten dran, ja, wir alten Säcke haben gesagt, oh Gott, ey, wie sind die so schnell, ja. Und der eine ist schon drüber und mit Gepäck sind die so ungefähr so schwer wie wir, also vielleicht so 80 Kilo, ja, Pi mal Daumen. Und haben gedacht, okay, gut, wenn der das geschafft hat, wenn wir da ganz langsam gehen und immer wenn da hier so zwei, so wie sagt man, Platten sind und wir machen immer schön langsame Schritte auf zwei Stück, dann sollte das Ding nicht brechen, ja. Das ist ein Riesen, also ein Riesending. Und was man vergisst, ist oftmals, weil ich habe so Bilder gepostet und sagen viele, oh, ich wäre da drüber gegangen, ja. Und ich könnte wetten, dass wahrscheinlich im Endeffekt 20% oder so an Leuten da drüber gehen, aber im Endeffekt musstest du irgendwie 3 Tage zurücklaufen, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da drüber gehen, ja. Auf jeden Fall. Also ich wäre 3 Tage zurückgelaufen, definitiv. Das kann Ich sein. bin total mutig, was sowas Ja. angeht. Und daraus aus dieser Reise sind ja deine Fußbilder Und entstanden, ne? genau, und daraus sind diese Fußbilder dann im Endeffekt entstanden, weil dort, wenn dir was passiert, sag ich mal, irgendwas am Laufapparat, dann bist du finito. Ja, dann bleibst da liegen, wenn du keine Freunde hast, die dich irgendwo hintragen oder so. Da hast Handy funktioniert sowieso nicht. Ich glaube, du kannst so einen, es gibt solche Rettungshandys, wie die heißen, diese GPS-Handys oder so. Wenn das einer hat, okay, dann irgendwie, aber da kommt kein Hubschrauber oder so hin, ne? Hast keine Chance. Und dann bist du hier. Dann war es das auf jeden Fall. Gell? War aber eine super geile Erfahrung. Und eine Woche später, müsst ihr euch vorstellen, war ich in Schottland in einem 5-Sterne Glen Eagles Hotel auf einer Birthday Party und dann hat eine Apfelsaftschorle 7 Pfund gekostet oder so, ne? Oh fuck. Und Bier irgendwie 10, also richtig krass, was da so manchmal los ist. Ja, so skurril irgendwie die Unterschiede, ne? Von einem in den anderen. Das klingt für mich so nach dem Film, den habe ich vor kurzem erst gesehen, Die versunkene Stadt Sie oder so. Oh, kenne ich nicht. Das geht auch darum, dass sie halt eben so einen eingeborenen Stamm suchen, aber so damals zurück in England 1800 oder so. Ja. Und das ist sogar mit nach einer wahren Begebenheit, weil zwei dieser Leute kamen halt eben nicht wieder und Ja. ranken sich halt eben Gerüchte drum und Legenden und sowas. Aber was ich halt eben mächtig geil finde, zuerst einmal, Riesenrespekt daran. Du hast mir dann eine Passion mit der Kunst gefunden und kannst dadurch halt eben das alles finanzieren. Und genau darauf will ich ja hinaus. Du erlebst das, was andere Leute in Filmen sehen. Weißt du, ich meine, Ja, ja. das ist Wahnsinn. Gerade so, wenn Du man dann könntest es auch erleben. ja sicher, aber bei dir ist halt eben so, weißt du, wie ich meine, die ganze Kunst dahinter ist halt eben der springende Punkt, was sich erst zu diesen Sachen bewegt. Und ich finde das immer wieder wahnsinnig, weil aus meiner Sicht heraus Menschen limitieren sich relativ einfach so. Und wenn du dann halt eben Total. absolut, wenn du dann halt eben so Total. Leute kennenlernst, die sagen, Ja. ja mein Freund, ich war jetzt da in Neuguinea, dann war ich in Schottland, dies, das. Für manche klingt das immer so voll entfernt und ich probiere den Leuten auch immer so zu erklären, Alter, ich bin ein kleines Ghetto-Kind, das groß geworden ist, jetzt ein bisschen Kohle macht mit Sport, dies, das und so, weißt du, ich meine. Aber dir ist ja noch geiler. Ich meine, du siehst ja auch wirklich was dann von den Ländern und so. Ja. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man darf keine Angst haben, ne? Also Übel. das größte Hindernis, was wir eigentlich alle haben im täglichen Leben, ist unsere eigene Angst. Absolut, das Und Refugium, aus dem die Leute nicht rauskommen. genau. Und wenn man sich bewusst ist, welche Ängste anerzogen sind und solche Dinge oder woher die immer kommen, dann kann man schon sehr, sehr viel bewältigen, gell? Also sich bewusst sein, welche Ängste man hat. Ja, nicht nur das, du darfst auch nicht vergessen, guck mal, wir leben ja alle nur einmal, so. Wenn das Thema durch ist, ist es durch, so, weißt du? Die meisten Ja. so der Menschen, Bei, die werden das erleben, was du erlebt hast, so, weißt du, ich meine? wo wir da über die Brücke sind, haben wir auch gedacht. Also Marc und ich haben gesagt, okay, gut, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen da drüber, sonst ist es halt fertig, ja. Und das ist dann schon, ist schon nicht ohne. Vor allem ist dann, muss man überlegen, du riechst, du schmeckst, du siehst, du fühlst. Also diese ganzen Sinne Gefühle, die du da, dadurch bekommst, ist nochmal was anderes, wenn du es immer nur auf Bildern oder so siehst. Gell? Auf absolut, Bildern oder ja. Video denkst du immer so, oh ja, easy, kein Problem, gell? Würde ich auch machen. Dann bist du dort und das Wasser, wie das plätschert, also weil da Steine unten drunter sind, so Riffe, boah, ey, das ist schon hart. Und dann bist du, und dann, wenn du in der Mitte bist, ungefähr, zurückgehen ist dann auch nicht mehr, gell? Nee. Muss denken so, hey, geht nur noch vorwärts. Nur Gleiche noch Wege. vorwärts. Das Also, Gefühl kenne ich. was ich cool finde bei dir ist, dass du ja wirklich deine Passion, also deine Leidenschaft auch wirklich geschafft hast, zum Beruf zu machen.
Ja. Und das ist natürlich auch immer eine ganz schwierige Nummer, wo ich halt auch immer sage, also ich habe meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht, aber das, glaube ich, können ganz wenige Menschen im Leben wirklich von sich behaupten. Jetzt muss man natürlich auch realistisch halt sein. Ich mag ja so gut und so gerne fotografieren, wie ich möchte, aber irgendwie muss ich ja auch meine Miete bezahlen und das Ja. alles. Jetzt würde mich bei dir mal interessieren, also hast du vorher was gelernt? War das so total random? Hast du immer gesagt, also bist du eher so der zielorientierte Typ? Weil ich kenne so viele Leute, die künstlerisch wirklich Bock haben, aber halt sagen, blödes Sprichwort, aber ist leider so brotlose Kunst, ne? Ich mache Okay, halt irgendwas anderes. ja. Und ich würde von dir einfach mal gerne wissen, weil ich das faszinierend finde, ob du für die irgendwelche Tipps hast und wie es vor allem bei dir gelaufen ist. Also das Erste auf jeden Fall, das, was ich eben gemeint habe, keine Angst haben, keine Angst zu verlieren. Wir haben so eine Kultur, wo es immer nur ums Gewinnen geht und nicht, dass man Verlust als einen Gewinn ansieht. Ne? Das ist ein riesengroßes Problem, also dieses Scheitern, davor zu kapitulieren und sagen, oh Gott, die meisten checken nicht, dass wir in unserem System, wie wir aufwachsen, weit, weit den meisten auf der ganzen Welt voraus sind. Wenn man das schon mal so ein bisschen hat, dann ist das schon mal ganz gut. Und bei mir war es damals einfach so, ich wollte hübsche Mädels fotografieren und kennenlernen und ins Frankfurter Nightlife rein, ja. Und so bin ich zum Partyfotograf geworden durch eine Freundin von mir und konnte dann das ganze Frankfurter Nightlife entdecken und habe dann eigentlich die Passion dafür entdeckt und gemerkt, so, hey, ich kreiere gerne was, ich möchte gerne immer was erschaffen. Und das Tolle bei Bildern ist ganz einfach, das ist etwas, was bleibt. Ja? Man hat es, Deine man hängt es Legacy an die quasi. Wand, genau, es ist eine schöne Erinnerung. Ne? Und ich habe eigentlich eine Ausbildung gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann. Ja? Da trainiert man auch Leute, aber das ist nicht meine Welt. Ich mache selber gerne Fitness und so weiter, aber wo ich das gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, hey, man lernt auch tolle Leute kennen, aber man ist Hobbypsychologe. Man hat selber nicht mehr so viel Spaß oder ich hatte nicht mehr so viel Spaß am Fitness und man hat nichts, was man anfassen kann. Man kann vielleicht mal auf den Arsch schauen und kriegst eine gewatscht oder so, gell? Aber nein, Ja, übertrieben. ich glaube, das Zeitalter ist ein bisschen anders mittlerweile, aber Ja, meinetwegen. nee, aber ihr wisst, was ich meine, gell? Ja, Und sicher, easy. so dieses, meine Welt war es nicht. Es war eine sehr tolle Erfahrung, um zu wissen, was ich nicht möchte und was ich gerne möchte. Und bezüglich dem Bereich Geld zu verdienen, das ist schon teils hart. Ja. Ich habe angefangen 2002 als eben so Hobby-Party-Fotograf. Da hatte ich noch nie dran oder habe ich nicht dran gedacht, damit Geld zu verdienen. Der erste große Erfolg war Ende 2009 auf 2010, wo ich einen Contest gewonnen habe, Hasselblad Junior Contest, das ist ein Kamerahersteller. Da habe ich Equipment gewonnen im Wert von 50.000 Franken, was super krass war. Wo ich Tolles aber, Bild, tolles Bild, ja. ja, das hängt an verschiedensten Orten, das wurde auch schon geklaut, also es hängt an drei Orten, drei Sammler haben das gekauft, aber es hat mir auch ein anderer Künstler geklaut und abgeändert und das hat dann Timbaland, Solange gepostet, leider diese abgeänderte Variante, wo ich das Oh, Kotzen bekommen habe, wow. ja, Oh, so fuck. Ist da nicht richtig so, sowas wie Copyright? Also, ja, das ist vielleicht gibt's, total naiv von mir, sowas zu ja, sagen, aber. klar, aber war so, das ist ein Spanier, und das ist sein Konzept, er klaut Bilder, mercht die zusammen, macht sein eigenes Produkt und er braucht nicht hohe Auflösung Tolles dafür. Konzept, tolles Tolles Konzept. Konzept, Das finde wollte ich ich gerade sagen, auch. aber so funktioniert die ganze Ja. Medienbranche, oder? Wow. Also die ganze Kunstbranche. Nein, ich meine, generell bin ich voll auf deiner Seite, ne? Und halt eben auch diesen Hustle, dieses Grinding, was man dahinter hat, so, weil klar ist es nicht einfach, weil wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Aber Genau, und es du ist musst es gut, nur dass es wollen, nicht so. einfach ist. Genau, Genau, ne? ja. Du musst es nur wollen, so. Was war denn so für dich so quasi so, wo du dich am meisten künstlerisch entfalten konntest? So der Moment, wo du gemerkt hast, ich bin da. Also ich sag mal so, als Beispiel, so wenn du jetzt bei mir im Sport zum Beispiel, das Beispiel fällt mir einfach ein, deswegen sorry, dass ich das öfters erwähne, aber nee, das ist einfach so, ich habe mal irgendwann einen Profi gefragt, wann weiß man, dass man kein Rookie mehr ist? Und der Profi hat zu mir gesagt, Ja. du wirst es merken. So diesen Moment meine ich so, wo du merkst, boom, ich bin da. Also generell in dieser Bilderwelt, da ist immer so eine große Herausforderung, zeitlose Arbeiten zu kreieren. Ja, dieses Bild von 2010, das ist ein zeitloses Bild. Ja. Es gibt immer Schönheitsidealien, die in gewissen Kulturen für richtig gehalten werden und für gewisse Zeitepochen. Und sich Klar. davon freizusprechen, sein eigenes Schönheitsempfinden oder Empfinden für Ästhetik rüberzubringen und sich dem bewusst zu sein, dass das richtig ist,
daran merkt man das so ein bisschen. Gell? Und wenn man andere Bilder sieht, dann sieht man oft, in welchen Bereichen welche Leute wo sind. Ja? Wenn jemand neu ist, dann fängt er meistens an, macht ein Bild, haut es in Photoshop rein, entsättigt alles und dann ist irgendwas noch rot oder lässt es blau oder irgendwie sowas. Ne? Dann merkst du mal, okay, der ist gerade am Anfang auf jeden Fall. Ne? Und das sind immer so Kleinigkeiten. Aber so, ich könnte schon sagen, also so ab 2010 ging das los. Weil da war ich dann auch, da hatte ich dann mein Studio gehabt und da kamen die Aufträge dann rein und dann konnte ich das mit dem Personal Training sein lassen. Und 2010 war das dann. Und hatte meine erste Ausstellung auch. Und ja, da war es eher erst nur Fotografie, weniger Ausstellung auch. Gell? Die Ausstellung war zwar dort, also erste war 2010 und 2009. Und jetzt lebe ich überwiegend vom Bildverkauf auch. Gell? Das ist auch nochmal ein kleiner Unterschied auf jeden Fall. Was ist denn die coolste Persönlichkeit, mit der du jemals zusammenarbeiten konntest? Also jemand so von den großen Namen, wo du sagst, naja gut, nicht nur fotografiert, sondern boah, das ist eine geile Persönlichkeit, das hat richtig Spaß gemacht. Geile Persönlichkeit, boah, es ist immer so, wenn man so arbeitet, das geht auch oftmals schnell, ja, aber mit wem habe ich, so Wolfgang Job ist eigentlich lustig, ein cooler Typ, der Udo Walz war sehr nett. Oh, das ist okay. So. Ja, der super nett. Und es gibt dann so andere, auch der Michael Michalski, also ich gucke jetzt mal so alles, was so Berlin-mäßig, ne? Michael Michalski ist eigentlich auch sehr nett. Die sind eigentlich alle sehr nett. Ich war früher sehr viel auf der Fashion Week und dementsprechend hast du alle Leute, die so in dem Bereich halt sind, so kennengelernt. Gell? Vitali Klitschko ist krass, Hand gegeben, habe ich jetzt so, meine Hand ist so klein. Riesig, der Bengel. Riesig. Das wird einem erst Alter, groß, wenn man vor dem steht. Den habe ich auch gedacht, so fuck, Alter, boah, wie groß bist du? 3 Meter? Ja, hör mal auf jetzt. Ja. Und dann natürlich gibt es auch Leute, wo du sagst, so Models und so weiter, so, oh, mein lieber Jolly, ey. Uff. Aber es ist für sie auch Business, muss man auch mal sich bewusst sein. Gell? Also es gibt viele tolle Leute. Und so am schönsten ist eigentlich immer, wenn so die Harmonie oder so das, ja, wie sagt man, wenn man so eine Harmonie hat, wenn es einfach stimmt, ne, zwischen dem Model und dir als Fotografen. Ja, die Chemie ist ja, glaube ich, gerade. Die Chemie, genau, das habe ich Kunst gesucht. Noch wichtiger. Ist ja wie beim Film oder bei der Musik oder sonst wo. Überall, wo die Kunst hintersteht, ist die Chemie das Nonplusultra. Weil total. Du merkst es im Endprodukt, definitiv. Total. Ich finde es halt auch gerade bei der Fotografie, also wenn natürlich auch dementsprechend, also auf einer anderen Basis, aber halt viel fotografiert. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte damals, als ich gerade angefangen bin, einen Typen, der war eigentlich Lehrer. Und der war Hobbyfotograf. Hat sich aber spezialisiert auf Akte, und kennst halt diese Modelkartei oder was es da auch immer. Der hat mich auf jeden Fall irgendwo mal angeschrieben und hat gesagt, hey, ich würde es halt machen, Bilder gehören komplett dir, ich mache das nur aus Spaß und ich habe eine coole Location, bla. Ich habe das gemacht, weil ich gedacht habe, okay, umsonst Bilder ist ja ganz nice. Ne? Und der Typ, der war für mich der Inbegriff dessen, wo ich mir gedacht, also oje, ich hab keine Ahnung. Ganz schlimm. Oder was kommt jetzt? Nein, im Gegenteil. Ja? Der ist Lehrer gewesen, Geschichte und Mathematik. Weil er damit sein Geld verdient. Okay. Und er hat gesagt, das ist überhaupt nicht meine Leidenschaft. Der hat ein Gefühl für ein Bild gehabt, wo ich mir gedacht habe, was will der jetzt? Das sieht doch total bescheuert bestimmt aus. Du guckst dir das Bild nachher an und denkst dir so, okay, got it. Okay. Und bei dem tat mir das wirklich so leid. Ja. Für mich persönlich wirklich ein begnadeter Typ mit super Vorstellungen in der Umsetzung, Endresultat super, alles super. Sagt aber, ja, nee, ich kann damit mein Geld nicht verdienen. Ich bin schon zu alt dafür. Also der war irgendwie Mitte 30. Ne? Er hat gesagt, ich kann jetzt nicht alles hinten rüberschmeißen. Ich habe eine Familie zu ernähren und alles. Das ist halt nichts für mich. Und das finde ich immer so schade, weißt du? Wenn so jemand die Kunst so in sich hat und diese Ästhetik und den Blick dafür. Dass du ihn motiviert, dass er es angeht wenigstens. Der macht, mittlerweile gibt er Workshops und alles, also für Angeber. Der hat es nie gelernt. Also er hat gesagt, ich weiß auch nicht, gleich habe ich mit Kameras und Belichtung und sowas halt alles beschäftigt, ne? Basics halt. Aber er hat gesagt, ich gebe mittlerweile Workshops für andere und versuche die halt zu motivieren, halt in die Art irgendwie halt einzusteigen, weil ich einfach zu spät dran war. Ne? Deswegen fand ich das so interessant, wie du halt dazu gekommen bist. Ne? Ja. So sind die Wege völlig unterschiedlich. Im Endeffekt einfach machen und Spaß dran haben. Ja. Hört sich so einfach gesagt an, aber out of the box muss man machen. Wirklich, in allen Bereichen.
Was gibst du denn jungen Künstlern, aufstrebenden Künstlern für einen Ratschlag? Weil es gibt ja viele, die fangen an und kaufen sich so richtig teures Zeug und teilweise richtig gute Technik und dann machen sie trotzdem irgendwelche Fehler oder machen hier und da irgendwelche Anfängerfehler. Was hast du denn so für einen Rat für die jungen Leute, die anfangen? Was brauchen sie und was würdest du ihnen empfehlen? Also Empfehlung wäre, viel zu reisen, verschiedene Dinge sehen aus verschiedenen Teilen der Welt. Ja? Weil oftmals ist so dieses Ding, man denkt, man entwickelt was völlig Neues, aber woanders, wo ist das Schnee von gestern? Und gar nicht so viel Wert auf die Technik legen. Die Technik ist einfach wie Hammer und Meißel oder so. Ja? Und man muss sich immer bewusst sein, die Hersteller wollen euch was verkaufen, gell? Und lieber was Günstiges und ein Gefühl haben für, also wichtig ist, Gefühl in die Arbeit reinzubringen, Herzblut, ja, solche Sachen, weil das ist das, was bleibt. Ich zum Beispiel, wenn ich Bilder mache, wenn zum Beispiel es gibt Auftraggeber, die sagen, sie hätten gern ein Werk von mir, so nächste Woche, muss ich sagen, das geht leider nicht. Weil ich brauche dafür länger. Ich versuche mich dann zum Beispiel in verschiedenste emotionale Lagen reinzubringen, auch wo es mir emotional grottenschlecht geht, von Wut, Hass, Traurigkeit, Liebe, whatever, um ein Bild in all diesen verschiedenen Emotionsstufen durchzuschauen, weil dann ist es perfekt. Ja, dann passt es. Aber wenn du nur ein Bild oder dein Werk oder Skulptur immer mit einem Gemütszustand dir anschaust, dann ist es nicht fertig, ne? Oder wie ich sagen soll. Also das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Es braucht verschiedene emotionale Lagen, um ein Kunstwerk fertig zu machen. Ich habe Gänsehaut. So, ja? Also bei mir bist du angekommen. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Absolut richtig, ja. Es ist manchmal hart, ne? Man merkt die Passion auf jeden Fall. Ja, absolut. Als letztes würde ich gerne von dir nochmal diese Geschichte von dem pinken Darth Vader. Ja? Pinken Darth Vader, ja. Da war das nicht, dass ihr da damals Schokolade, dass diese Maske bzw. diese Figur sich aus Schokolade oder Marzipan zusammengesetzt hat oder sowas? Ja, genau. Also ich habe einen pinken Darth Vader-Schädel gemacht, den ich mit einem Schokolatier hier aus Basel gemacht habe. Darunter ein Model gesteckt. Ja, also die Maske war aus Schokolade und wir haben dann diese Schokolade in kleinen Verpackungen, kann ich euch auch, ich hab hier was hin, aber das habe ich leider nicht, in kleinen Verpackungen an der Art Basel angeboten und die Leute sind wie wild drauf abgefahren. Kennt ihr damals, ihr müsst das alle kennen, beim Bäcker gab es früher diese blauen Verpackungen, was du dir reingehauen hast und hat so geknistert und dann war es Kaugummi. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und das haben wir in die Schokolade reingemacht, um so Krieg der Sterne nachzu machen. Und die Schokolade war halt pink, so wie die Maske. Und es war eins meiner geilsten Projekte, die ich gemacht habe. Was damals in dem Moment, wo ich das gemacht habe, super hart war, weil meine Oma ist gestorben. Es ist super viel schiefgelaufen. Man wurde von außen, gab es sehr viele Probleme. Und die Kunst war trotzdem die ganze Zeit vorwärts, vorwärts, vorwärts und es durchzuziehen auf jeden Fall. Und dann war das Tolle, der Vader wurde auf der Art Basel gezeigt, also auf der Volta, auf verschiedenen Messen. Also der kam super an und ist ausverkauft. Und somit im Endeffekt ein totaler Erfolg. Am Anfang super hart, nicht so, oh Gott, ja, Katastrophe. Und nee, aber richtig toll. Und eben aus pinker Schokolade, die man essen konnte. Ich habe auch noch Verpackungen da, aber da die Schokolade ist abgelaufen. Mist, schade. Aber du hast ja fotografiert. Genau. Geile Sache auf jeden Fall. Ja, mega. Also ich finde es cool. Ich habe halt immer so ein Herz irgendwie dafür, weil ich komme eigentlich aus Münster, kleines Städtchen, ne? Und da gibt es auch so ein Kunstatelier und die machen einmal im Jahr, machen die so eine Ausstellung und immer wenn ich in Deutschland bin, gehe ich da auf jeden Fall hin, weil ich das einfach faszinierend finde, wie viele Künstler es gibt und wie viele sich das wirklich, dieses Atelier, das scheren die sich mit 5 anderen Leuten. Und das alles von Malöl bis Fotografie, also das ist alles, ne? Pop-Art und so. Und das wirklich, wenn du dich mit denen unterhältst, dann denke ich mir immer so, oh Gott, und du kannst halt immer dafür spenden und so. Ne? Und die sparen sich wirklich, die eine spart sich das mühsam vom Munde ab, wirklich diesen Share für ihr Atelier halt zu bekommen, um da halt künstlerisch tätig zu werden, weil sie ansonsten in der WG und nur arbeitet und nebenbei noch studiert und so. Also wirklich richtig hasselt. Und ich finde es immer schön, solche Geschichten dann zu hören, dass jemand mit Leidenschaft da dran gegangen ist und zum Erfolg geführt hat. Ne? Das ist ein schönes Beispiel dafür. Ja, danke. Halt einfach
den Weg verfolgen muss und sein Ziel nicht aus den Augen verlieren darf. Genau, so du sagst es. Ziel nicht verlieren. Ja. Okay, dann danke Alex, dass du dir Zeit genommen hast und es hat ja dann mit ein bisschen Verzögerung trotzdem geschafft, dass du da bist und hast uns coole Geschichten erzählt und erzähl nochmal, wo man dich findet, wo man deine Bilder findet und... Also man findet mich auf Instagram unter lookatpalacios oder auf meiner Homepage www.alexander-palacios.com. Palacios heißt Paläste auf Spanisch. Dort habe ich auch einen Online-Shop. Auf Facebook findet man mich, YouTube, jetzt auch noch TikTok. Und ja, schaut mal vorbei. Auf jeden Fall Instagram und Homepage ist cool. Ja, sweet. Sehr danke geil. Dir auf jeden Fall. Sag uns mal Bescheid, wenn du wieder in Berlin bist. Da melde ich mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schön, ich weiß Bescheid dann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Vielen, vielen Dank. Hey, das war Alexander. Schönen Sonntag euch. Ja? Danke dir auch. Ciao. Danke. Ciao. Ja, jetzt mal gleich zum springenden Übergang quasi. Konnte ich leider weniger sagen, als ich eigentlich wollte, aber die Storys waren der Wahnsinn. Also ernsthaft. Also Digga, der war in Neuguinea. Das höchstwahrscheinlich werden das irgendwie 70% von uns hier nicht erreichen. Aber kommen wir zum nächsten. Übergang, meine Freunde. Ich hab's drauf. Also, der nächste Gast, meine Freunde, ist professioneller Boxer, ist Weltmeister und steht gerade auf der Seite. Musst du nochmal die Kamera nochmal richten. Vielen Dank, das war alles. Aber ja, der nächste Gast auf jeden Fall. Professioneller Boxer, ehemaliger Weltmeister, meine Damen und Herren, Ferdinand Pilz. Guten Tag. Du musst dich, glaube ich, nochmal anders hinstellen. Du stehst wirklich auf der Seite. Ich stehe auf der Seite? Ja. Ich dachte Querformat. Warte mal. Jetzt passt. Jetzt, genau. Jetzt haben wir es doch. Perfekt. Die anfänglichen Probleme. Immer. Das ist Berlin, du weißt. Also ohne Probleme werden wir... Ohne Probleme geht sowieso nie irgendwas. Sag mal, junger Mann, du kommst gerade wieder aus dem schönen Spanien. Genau, richtig. Vorbereitungsprogramm, wie lief's? Genau, ja, also in erster Linie ist es ja gerade so ein bisschen schwierig, gerade in Deutschland bei uns jetzt Kämpfe zu machen und Veranstaltungen zu machen. Aber ich probiere einfach die ganze Zeit auch fit zu bleiben. Das ist sowieso mein Credo. Und da bietet sich Spanien bzw. Gran Canaria einfach an, weil unglaublich schöne Natur, geile Trainingsmöglichkeiten. Und von daher war es einfach wieder mal geil, da zu sein. Habe ich mich sehr gefreut. Ich glaube, den letzten Kampf, den du gemacht hast, habe ich vorhin gesagt, in der Vorbesprechung, glaube ich, da war ich sogar noch live dabei. Den Sieg gegen den Brasilianer war das, glaube ich. Genau, hast du gerade gesagt, du glaubst, du warst dabei? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir später zusammen noch im Club wollten und wir kamen nicht rein. Ja, da kann ich mich auch sehr gut erinnern. War ein sehr lustiger Abend. Auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall wiederholen. So. Definitiv. Nee, das war vor, jetzt muss ich selber überlegen, 2019 November habe ich meine erste eigene Veranstaltung gemacht. Genau. Und da habe ich gegen Thiago de Marcos geboxt, einen ungeschlagenen Brasilianer, und konnte ihn auf die Bretter schicken, war ich sehr, sehr glücklich drüber. Und dann sollte es eigentlich sofort weitergehen mit Kämpfen und eigenen Veranstaltungen, aber leider hat die Pandemie mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie so vielen auch, aber so ist es manchmal. Aber kann man ja nicht viel gegen machen gerade. Wie ist das jetzt für dich? Weil man kriegt es ja auch mit jetzt bei anderen professionellen Boxer. Ihr könnt trotzdem weiterhin in den Wettkampf gehen quasi, nicht? Also dann aber Gegner aus Deutschland, dann beide müssen jeweils in Quarantäne, die Lager etc., wa? Genau, richtig. Also das ist an etliche Bedingungen geknüpft und das Problem ist so ein bisschen, um mal den Box-Business Real Talk zu halten, dass das Boxgeschäft auch einfach ziemlich abgefuckt ist. Was bedeutet, ja, ist oh, Überraschung. Ja. Was bedeutet, wenn du quasi einen deutschen Gegner hast, dann erstens wollen die immer viel zu viel Geld haben für das, was dann an Leistung gebracht wird. Das muss man natürlich irgendwie aufbringen. Wenn man normalerweise eine Veranstaltung macht, dann refinanziert sich das ja irgendwie, zumindest, dass man auf plus minus null kommt. Aber wenn man dann ohne, also ich bin mein eigener Promoter, habe eine Promotion-Lizenz gemacht, und wenn man dann quasi sein eigenes Event macht und seinen eigenen Gegner organisiert, ohne Zuschauer, dann extrem viel Geld für den Gegner ausgeben muss, für ein Hygienekonzept, dann wird es einfach extrem unwirtschaftlich. So. Und extrem Unwirtschaftlichkeit ist auch im Leistungssport halt einfach nicht angebracht. So. Also, wenn du nicht Fußballer bist, sind wir alle gearscht. Du kannst es ja selber tagern vom Wrestling, ja. Da ist halt einfach alles steht gerade. Ich verstehe euch auch gerade nicht so gut. Ich muss mal mein Auto, glaube ich, ein bisschen lauter machen. Ich glaube, jetzt funktioniert es besser. Alles gut, wir haben ja Zeit. Hörst du uns? Perfekt. Ich bin auch gerade, lustigerweise, ich habe nämlich in der Corona-Zeit einen neuen Laden aufgemacht.
in gastronomischen Betrieben Lieferservice. Und ich bin gerade in dem Laden hier, deswegen vielleicht ein bisschen Background-Noise hier am Start. Ich hoffe, dass ihr alles gut, das erzähl uns ein bisschen was davon. Nee, erzähl uns ein bisschen was von deinem Lieferservice. Achso, ich habe ja eigentlich ein Gym, Athletic Nation quasi, eine CrossFit-Box in Schöneweide. Und habe durch Corona ja auch schließen müssen und dann sind quasi meine zwei Standbeine weggebrochen, Boxen mit Veranstaltung und das CrossFit-Studio. Und dann musste ich mir irgendwas einfallen lassen und ich wollte schon lange irgendwas Gastronomisches machen. Eigentlich ein kleines Restaurant und habe jetzt einen Lieferservice aufgemacht und es soll später dann auch, so wie man will, dann auch ein Restaurant werden. Da machen wir halt gesunde Küche, primär Bowls. So, und jetzt gerade arbeiten wir gut viel mit Lieferando zusammen und machen hier sozusagen, liefern jetzt gerade aus. Hier gehen gerade quasi die Lieferanten, die Fahrer ein und aus, während wir reden. Da freue ich mich natürlich. Wo findet man dich bei Lieferando? Wie heißt der Laden? Bowls Nation heißt der Laden. Und wir sind in Adlershof, in Rudow, in Köpenick, in Schöneweide. Also alles, was hier so ein bisschen mehr in Ostberlin ist. Grünau, Bohnsdorf, alles so die Richtung. Und ich hoffe, dass sich das Ganze noch erweitert. Also ich bin froh, dass ich damit eine Möglichkeit gefunden habe, die auch ganz gut ankommt und einfach den Umsatzeinbruch, der so gekommen ist in der ganzen Zeit, einfach wieder wegzumachen. Weil irgendwie muss man ja weitermachen. Anders geht's ja nicht. Toi, toi, toi. Schöni hat schon die ganze Zeit irgendwie schon gerade am Losspiel. Schöni, hau raus. Lass mich reden. Was? Nein, gar nicht. Nein, Schöni, hau raus. Schöni, du Tier. Nein, also als allererstes Mal, das letzte Mal, als ich einen Ferdi gesehen habe, habe ich eine ziemlich harte Niederlage verpasst. Ich weiß nicht, ob er sich noch erinnert. Du mir? Ja, klar. Also ich sag mal, wenn es ums Ertasten geht, kann ich euch nur sagen, hatte Ferdi nicht so den guten Tastsinn. Nee, das ist wohl wahr. Die Feinmotorik ist dann nicht so. Ja, so. Ferdi hatte dann, die Strafe war, dass er sich ganz viele, Wäscheklammern ins Gesicht tackern musste. Aber die Strafe wofür? Ich habe es verdrängt. Wir mussten blind Sachen ertasten und Ferdi hat gegen mich und Freddy aus dem Blackland verloren. Und aber er hat es. Shoutout an Freddy auf jeden Fall. Ja. Aber Shoutout an Freddy und ich erinnere mich noch an Schiebung. Ich habe auf jeden Fall wesentlich schwerere Sachen bekommen. Ich erinnere mich definitiv. Ja, aber jetzt mal eine ernsthafte Frage, ja. die mich wirklich interessiert bei euch Boxern. Was hält ihr denn von diesem Hype, den Logan und Jake Paul, diese YouTuber, hast du davon gehört, die jetzt... Ja, das ist ein Haufen Scheiße. Ja, und jetzt hier gegen den Ben Askren. Viele regen sich darüber auf, die Kiddies feiern sie. Was sagst du so zu diesem Hype? Viele schauen das ja, ne? Also man muss es halt irgendwie auf zwei Ebenen betrachten. Einmal auf der geschäftlichen Seite, Marketing-Seite irgendwie, dass es in erster Linie erstmal ja gut für den Boxsport ist, wenn da mehr Aufmerksamkeit hinkommt. So, gerade in Deutschland ist es hier ja irgendwie tot. Ich meine, wann habt ihr das letzte Mal vom großen deutschen Boxer hier gehört? Henry Maske. Das ist schon eine Weile her. Das ist ja wirklich schon eine Weile her. So, sonst ist es halt in England tierisch groß und in den Staaten ja sowieso immer. Und das was cool ist mit dieser ganzen Logan Paul YouTube-Geschichte, ist, dass da Aufmerksamkeit zu der Sportart gezogen ist. Das, was nicht so cool ist, dass das halt auf probiert wird, einen Typen, der irgendwie seit einem Jahr trainiert oder zwei Jahren, ja, der das so ein bisschen hobbymäßig betreibt und nebenbei noch Party macht und weiß ich was alles, den probieren, mit der Weltspitze zu verknüpfen, beziehungsweise das gleiche Niveau irgendwie herzustellen. So, und das finde ich schon irgendwie auch krass beleidigend. Und die meisten Boxer, die sind ja sowieso, also gerade die ganz Großen, die sind ja sowieso da voll auf Konfrontation gepolt, wenn es um Logan Paul geht. Ich finde aber Canelo Alvarez, das ist so der beste Boxer, den es zurzeit gibt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Mexikaner, einfach kranker Dude, bester Mann. Und der hat zu der ganzen Sache gesagt, weil er mit Logan Paul auch mal trainiert hat und der hat ihn dann auch herausgefordert, hat gesagt, ey, der wird ihm niemals die Plattform bieten, auf seiner Veranstaltung, auf einem großen Event mit den Top-Leuten der Welt zu boxen. Aber er bietet an, jederzeit zum Sparring vorbeizukommen, hinter verschlossenen Türen. Und dann kriegt er ins Maul. Und das fand ich schon geil. Das fand ich schon cool. In erster Linie ist es für mich, also ich finde es so ein bisschen ein Vermarktungsproblem, wie die halt Logan Paul und wie sie da alle heißen, KSN oder wer da alle mitmacht. Jake Paul, das ist der Bruder, genau. Ja, und Jake Paul, genau. Kennst du diesen Ben Askren, diesen UFC-Kämpfer? Meinst du, der hat noch was? Ja, der könnte ihn mal zurechtweisen oder wird er auch so fallen wie der Basketballspieler? So fallen wird er auf gar keinen Fall. Der Typ ist ja einfach ein Kämpfer. Jetzt kriege ich gerade noch einen Anruf. Das ist natürlich jetzt alles gut. Alles gut, alles gut. Jetzt bin ich erst beschäftigt. So, jetzt bist du wieder. Ich bin wieder da.
Nee, aber das ist halt ein UFC-Fighter, das ist ein Kämpfer, der hat auch ein Kämpferherz. Das will ich Logan Paul jetzt nicht unterstellen, dass er das nicht hat. So, aber ich glaube, dass er da schon mit der Realität konfrontiert wird. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein UFC-Fighter. Und UFC ist einfach so komplett 100% anders als Boxen. Selbst die Boxtechnik im UFC durch die Handschuhe und durch die Möglichkeiten, die man sonst noch hat, ist einfach komplett anders als das Boxerische. Ja, das hat ja Conor gegen Mayweathers. Ich wollte auch gerade sagen, also ich habe nie gedacht, ja, okay, aber ich dachte, wir mal. Dass Conor gewinnt. Also ernsthaft, ja. Unabhängig davon. Ganz kurz, bevor ich weitergebe an Bettina. Wo wir gerade bei Floyd Mayweather sind. Aus meiner Sicht heraus ist Floyd Mayweather der Beste aller Zeiten, weil er einfach so die Reflexe einer verdammten Katze hat. Also der sieht Sachen, bevor sie passieren. In seinen Heydays, ja? Ja, also muss ich... Also erzähl weiter. Genau. Du als professioneller Boxer, wo sagst du denn so? Wer ist, also klar, viele sagen immer Tyson, weil er halt eben so die Pitbull-Mentalität hatte, nehmen und geben. Aber was sagst du denn für dich so? Wer ist der stärkste Boxer, den du jemals so gesehen hast? Also muss man auch wieder unterscheiden, weil jede Zeit hat er irgendwie seinen Champion und in jeder Zeit entwickelt sich auch die Sportart anders. So sagen wir mal, keine Ahnung, Carl Johnson ist irgendwie früher 100 Meter in 9,8 gerannt. Das würde heute keinen mehr interessieren. Damals war Weltrekord, war ein krasser Dude. Das heißt, Sportarten entwickeln sich. Ja. Das heißt, die Sportarten entwickeln sich ja erstmal in erster Linie. Und boxerisch muss man sagen, zu Mayweather kurz, Mayweather ist auf jeden Fall All-Time, also einer der All-Time-Favorites, aber der Typ ist halt so krass, nicht jetzt unbedingt wegen der Reflexe, sondern wegen dem Ring-IQ. Der hat einfach, es gibt so eine Fähigkeit im Boxen, das ist halt die Fähigkeit im Ring zu überlegen, den Gegner zu lesen und anhand dessen zu reagieren. Weil das ist das, was man oft fälschlicherweise für Reflexe hält, sind einfach ausgelesene Bewegungsmuster des Gegners. Der Typ ist halt wie ein Computer. Der liest dich in 1 und 0 die ganze Zeit. 1 aber 0, aber 1 viele 0, werfen 1 ihm ja vor, dass es langweilig ist, seine Kämpfe zu schauen, weil er quasi kaum getroffen werden kann. Also ja, die Leuten so überlegen, dass die Leute können ihn nicht mehr treffen. Dadurch kommt es gar nicht erst zu einem richtigen Schlagabtausch. Ja. Also mir fehlt, also sehe ich nicht so, weil ich es aber auch so an einem Blickwinkel ein bisschen betrachte, für so für Laien auf jeden Fall, weil halt das Gebolze fehlt und Utrausch. So. Aber boxerisch ist auf jeden Fall auf einer der krassesten Niveaus, logischerweise. Klar. Das, was mir bei Mayweather-Kämpfen in der Regel nicht so geil gefällt, ist die Ästhetik in der Bewegung. Das ist aber eine subjektive Geschmackssache. Weil einer meiner Lieblingsboxer, um wieder die Brücke zu schlagen, ist Nicolino Lotche, ist ein Boxer, ein argentinischer Boxer aus den 50er Jahren. Der Typ hat halt Philly Shell, also Philly Shell ist so eine Deckung, wo der linke unten steht, das, was Mayweather macht. Genauso. Und der hat einfach eine unglaublich krasse Kopfbewegung gehabt und hat einfach einen extrem ästhetischen Stil gehabt. Den gucke ich mir immer noch gerne an und das ist halt schon 70 Jahre her. So. Also deswegen ist es so ein bisschen schwierig immer zu sagen, wer ist der Beste aller Zeiten, kann man ja so gar nicht so richtig betiteln. Der Beste zu seiner Zeit, das lässt sich schon eher irgendwie differenzieren. Aber für mich ist es alles auch immer so eine Ästhetikfrage im Stil. Was sieht einfach geil aus? So. Und bei Nicolino Lotche ist es einfach, sieht einfach geil aus. Heute noch, wenn man die alten Aufnahmen guckt. So, deswegen ist das auf jeden Fall einer der Favorites. Gibt natürlich noch etliche andere, aber wenn wir jetzt in Boxtalk verfallen, dann redig noch. Alles gut. Ja gut, dafür bist du ja hier. Patty hat ja auch eine Frage gehabt. Genau, ja. Und zwar würde mich mal interessieren, also ich stelle mir das so gerade vor. So, der ist der kleine Ferdinand und der dann fragen die Eltern irgendwann, so, mein Junge, und was möchtest du denn mal werden? Und dann hat der Boxer gesagt, hat der Ferdinand gesagt, ich möchte Boxer werden, Mama und Papa. So, und jetzt sind da die Eltern und dann vielleicht eine Freundin oder sonst irgendwer. Mhm. Und das Erste, sorry, muss ich dir ganz ehrlich sagen, was mir durch den Kopf geht, ist, oh Gott, mein Freund hatte so eine schöne Nase. Sie wird vermutlich nach einem Jahr nicht mehr so aussehen, wie sie mal aussah. Seht ihr meine Nase? Ich finde deine Nase toll. Schöner als vor 10 Jahren. Wie oft war sie gebrochen? Gar nicht. Meine Nase kann erstens relativ viel ab. Da habe ich Glück gehabt. Das ist ja manchmal auch so eine Veranlagungsgeschichte. Die ist aus Gummi. Und tendenziell werde ich da halt selten getroffen. Das ist auch schon mal ziemlich gut. Eine gute Voraussetzung. Aber dafür habe ich halt mit anderen Sachen Probleme. Ich habe mir die Kapsel schon irgendwie 12-mal gerissen. Schon 14 Schädelhirntraumata gehabt. Musste auch mal ein Jahr pausieren, weil das Gehirn einfach angeschwollen war. Also ich habe halt irgendwie mit anderen Sachen zu tun gehabt, was... Er wird wieder angerufen, erzähl weiter, wir hören dir zu. Er wird wieder angerufen, ich drücke die dann immer einfach weg.
Alles gut, alles gut. Ja, aber das ist halt die Frage, die ich mich gerade stelle. Also ich meine, was sagen jetzt vielleicht nicht speziell Eltern, Freunde, Familie, Umfeld dazu? Weil ich meine, das muss man schon sagen, das ist zwar eine, ich finde, jede Profisportart ist natürlich immer so ein, du gehst an deine Grenzen vom Körper, aber ich finde, bei Boxen ist es halt, wenn du da einen richtigen Punch kriegst, der Schuss kann richtig nach hinten losgehen, ne? Ja, tatsächlich. Also für mich war es tatsächlich so, dass ich da so ein bisschen reingewachsen bin in dem Sinne. Ich habe relativ früh mit Karate angefangen, also mit 6, 7 und war da auch bei der Europameisterschaft und bin mit 13 dann zum Thai-Boxen gegangen und habe da relativ früh dann auch Kämpfe gemacht und bin dann mit 19 erst zum Boxen gekommen. Deswegen war das schon immer so ein Teil meiner Identität. So. Und was meine Eltern sich damals oder meine Mama sich damals gedacht hat, als sie mich zum Karate geschickt hat, selber schuld. Damit musst du jetzt leben. Aber ja, die macht sich wirklich auch am meisten Sorgen. Die war auch erst, glaube ich, bei meinem 13., 14. Kampf oder so richtig mit dabei. Die heult auch immer, einfach immer Tag an. Du hast sie, glaube ich, auch mal kennengelernt, weil ich wusste mich nicht mehr daran erinnern. Meine Mama bestimmt. Also wir haben uns ja nachher schon noch mit 1000 Leuten unterhalten, deswegen. Ja, wirklich, ja. Absolut. Auch nochmal Shoutout an deinen Bruder. Ne? Ja, der steht gerade auch hier im Laden. Den Ferdi gibt es nämlich nochmal in dieser Ausführung, genauso gut aussehend. Ja. Doppelpack. Und ja, nochmal zum Thema seiner Mama. Er hat ja seiner Mama auch ein Lied gewidmet, das wissen viele nicht, mit seinem Bruder zusammen. Und das kann man nämlich auf Spotify sogar nämlich finden. Es würde mich freuen, ja, könnt ihr euch gerne anhören. Es kommt wirklich von Herzen, weil das war ein großes Dankeschön von meinem Bruder und mir an unsere Mama. Und da steckt 100% authentisches Herz hinter. Auf jeden Fall. Ja. Du hast ja damals unseren Kollegen Jared trainiert für seinen Promi-Boxen. Genau. Und ich kann mich noch erinnern, der kam irgendwie bei uns beim Training an und ist dann kurze Zeit später dann zu dir logischerweise zum Training gegangen, so, weil klar, du bist der Boxer, logischerweise von uns. Deswegen, wie war es für dich halt eben, ihn darauf vorzubereiten? Er hatte gegen Lars Riedel gekämpft, der auch war, ich glaube, ein Diskusweitwurf oder so. Ja. Und der wurde ja trainiert von Ottke, der ja auch noch in Berlin wohnt quasi. Also ja. Ja. Wie war es für dich quasi, dann damals ihn darauf vorzubereiten? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß ja nicht, wie lange es ist, 12 Jahre oder so? Bestimmt, also, Alter. Ja, 12 Jahre. 10 Jahre auf jeden Fall, ja. Jahre auf jeden Fall. Ich war jetzt zu dem Zeitpunkt 16 oder 17 oder so. So, da denkt man nicht viel. Da, da agiert man irgendwie einfach. Ich fand es halt geil. Bloodhound Gang, mega. So, aber tendenziell habe ich mir relativ wenig eigentlich Gedanken drüber gemacht, was da gerade passiert und dass da überhaupt Fernsehen mit dabei ist, etc. Sondern fand es nur cool, dass ich überhaupt das erste Mal einen Sportler, und ich habe Jared in dem Augenblick als Athleten wahrgenommen, so, ist dass ich das erste Mal, Menge, muss man ihn lassen. Ja, voll, 100%, Maschine, so, der zieht durch, der geht richtig in Beast-Mode. Und dann macht es halt auch als Trainer Spaß und ich konnte halt irgendwie das erste Mal als Trainer einen Athleten irgendwie zum Ring bringen, so. Beziehungsweise fit machen für den Ring. Und das war für mich was Besonderes. Das ist auch krass, ja. Ja, das hätte aber in dem Augenblick, also jetzt freue ich mich über die Geschichte, dadurch ist ja, wir sind ja dann auch Freunde geworden, haben immer noch Kontakt miteinander zu tun. Natürlich kenne ich ja Tarkan auch. Schön, wir haben uns dadurch Freddy kennengelernt und so. Aber in erster Linie hätte das auch irgendjemand anders sein können. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich einfach irgendwie das Wissen, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, irgendwie weitergeben konnte. So. Was überschaubar war zu dem Zeitpunkt. Das muss man sagen, weil da war ich selber kein Boxer, sondern Thai-Boxer, aber es hat Gott sei Dank geklappt. Ja, und ist ja auch gut ausgegangen, denn dein Schützling hat ja gewonnen. Gott sei Dank. Naja, Gott sei Dank. Riedel war einfach mental nicht fürs Boxen gemacht, aber gutes Beispiel auch, wie so ein Olympiasieger, der ja auch wirklich ein Hühner ist, einfach, sobald er ins Gesicht geschlagen wird, alles vergisst. Ja, ich glaube einfach, bitte widersprich mir, wenn ich falsch liege, aber ich rede da mal so von diesen Alpha-Gen. Wir hatten letzte Woche über die Top 3 Fußballer gesprochen, da hatte ich Oliver Kahn gesagt. Weil der hat auch so diesen kompletten, weißt du, dieses komplette Alpha-Gen, wie du schon sagst. Du hast ein Ziel vor Augen und dann bist du wie so ein verdammter Hund. Du jagst da hinterher, kostest, was es wolle. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Aber ich hab's gejagt, weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Mein Trainer ist Spanier, also Argentinier, lebt aber in Spanien und relativ häufig bei ihm. Der sagt immer morir o matar. Das heißt sterben oder töten. So, genau. Es gibt halt nur zwei Chancen. Und prinzipiell trifft es aber fürs Training zu. So, weil im Kampf musst du halt überlegt sein. Im Kampf musst du nachdenken. Richtig. Da darfst du dich nicht von Emotionen unkontrolliert leiten lassen. So, richtig. Klar bestimmen die dein Kampfverhalten. Du musst überzeugt sein, aber du darfst nicht quasi unkontrolliert folgen. So. Nee. Aber was ich immer dann meine, ist halt eben, oder ein perfektes Beispiel dafür ist, Mike Tyson vor dem Knast, Mike Tyson nach dem Knast. Wenn so ein Sportler gebrochen ist, und ich glaube, das war dann auch bei Riedel, weil er dann irgendwann draußen war, dann fehlt auch einfach so dieses Alpha-Gen, das dann auf einmal weggenommen wurde. Weißt du, ich meine? Ja, voll. Es ist halt auch, du kommst ja auch, du,
Also gerade bei jetzt, wenn wir das Riedel-Beispiel zum Beispiel nehmen, du bist im Diskuswerfen drin, du wirst Ewigkeiten gepusht als der Top-Athlet, du hast da auch irgendwie, du bist confident, weil du das halt Jahre schon machst und das genau. erfolgreich machst. Und auf einmal kommst du aber in eine neue Sportart rein, wo Sachen halt auch wehtun, ne? Und verlierst auf einmal das Selbstbewusstsein, was du aber brauchst, um erfolgreich zu sein als Sportler, vor allen Dingen als Kämpfer. So. Manchmal hat es, glaube ich, noch nicht mal so mit gebrochener, also mit gebrochener Persönlichkeit oder mit Aufhören oder nicht aufhören zu tun, sondern einfach, ey, Boxen ist halt kein Diskuswerfen, Diskuswerfen ist halt kein Boxen. So. Wenn du Jared mit Lars Riedel im Diskuswerfen hättest antreten lassen, ja, dann hätten wir ja auch alle bis 13 können. Und Jared hätte gewonnen. Absolut. Ja. Nee, Tatsache war es aber wirklich ziemlich, ziemlich cool. War eine ziemlich coole Erfahrung. Hat echt Spaß gemacht. War ja dann auch mit Kesici und so, der war, hat er dann auch, den haben wir dann auch vorbereitet. Und ist echt auch eine schöne Freundschaft entstanden, sag ich jetzt einfach mal. Ja, ja, ja. Absolut. Auch coole Art. Auch ja. Kesici auf jeden Fall. Ja. Schöni. Ja. Ach so, ich dachte, du wolltest gerade was fragen. Nee, dann mach gerne weiter, oder? Stört euch das. Wenn wir quasi Schöni sieht immer so aus, als wenn er gleich das Mikrofon auf ist und dass wir ihn total unterdrücken. Ja. Nee, dann zeige ich die falschen Zeichen. Ich kann das leider gar nicht alle hier sehen auf meinem Handy. Ich sehe euch immer abwechselnd. Alles gut. Wir sind aber da. Sehr gut. Du hast ja auch drüben in den Staaten geboxt, ne? Ja, also in Kanada, in Montreal habe ich geboxt. Genau. Und USA. Wie war der Unterschied quasi für dich, oder der Unterschied quasi zum Boxen in Deutschland? Was ja, wenn du nicht gerade bei RTL oder Sat.1 boxt oder so, relativ überschaubar ist, sagen wir ganz ehrlich, wie in jedem anderen Sport auch. Und dann halt eben in Kanada quasi. Ja, also ich habe ja tatsächlich auf Sat.1 mal gekämpft. Ich habe den ersten K1-Kampf gemacht, der jemals auf Sat.1 übertragen wurde. Das war eine ziemlich coole Sache, bevor ich damit halt leider aufhören musste. Das war ziemlich cool. Aber nachher ist das Leistungslevel logischerweise einfach ein komplett anderes. Aber hier kommt wieder das Boxing-Business irgendwie ins Spiel. Wir haben halt, also du kriegst für die Kämpfe im Ausland kriegst du halt eine größere Börse, logischerweise, weil halt in der Sportart mehr Geld fließt, weil es mehr Leute gucken, so, und du mehr Shootingstars hast. So liegt in der Natur der Sache. Aber du kriegst halt auch relativ kurzfristig Bescheid, irgendwie 2 Wochen vorher, 1 Woche vorher, mit dem Angebot noch, wenn du dann runtergehst, dann kriegst du auch so und so viel mehr. So, das ist halt gang und gäbe. Deswegen kann man anhand des einen Kampfes den Niveauunterschied zwischen unseren zwischen den Ländern oder Kontinenten, wie auch immer, gar nicht so richtig vergleichen. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, es hat mehr wehgetan. Das können wir einfach mal so stehen lassen, das ganze Ding. Tatsächlich war so eine Gewichtsklasse über meiner ursprünglichen Gewichtsklasse. Und da waren so viele Bedingungen, die für mich irgendwie so suboptimal sahen, aber da braucht man keine Ausreden finden. Ich habe halt einfach leider den Kampf verloren und ich hätte gerne nochmal gekämpft. Aber einzigste Niederlage bisher, ne? Ja, einzigste Niederlage bisher, aber auch der stärkste Gegner, also Niederlage auch gegen den stärksten, den ich bisher geboxt habe. Leider hat es nicht geklappt. Verdammt, Axt. Hättest du noch mal so einen Wunschgegner, wo du sagst, gegen den würde ich gerne mal boxen, wer wäre dein Traumgegner dann? Also abgesehen von Logan Paul, logischerweise. Ein Traumgegner wäre tatsächlich, also mein großes Ziel im Boxen ist es ja, also ich bin jetzt 29, man hat im Boxen so seine besten Jahre mit 32, 33, 34, habe ich noch so ein bisschen Zeit, wenn das mal alles jetzt vorbei ist, geht es auch wieder los. Ich will halt einfach in meinem Leben einmal so richtig 100%ige Weltspitze boxen, so Las Vegas, MGM Grand, die Spots sind auf dich gerichtet und du läufst ein und kämpfst um dein Leben. So, und da gibt es ja eigentlich nicht so viele Namen. Die gerade groß werden, die bestimmt in 2, 3, 4 Jahren die Gewichtsklasse bestimmen, so Virgil Ortiz Jr., das ist halt so ein richtig kranker Dude, den würde ich gerne mal boxen. Gibt's halt viele, Alvarez logischerweise an der Gewichtsklasse, aber so einmal einfach absolute Weltspitze kämpfen, da gibt's gar keinen spezifischen. So, das wäre aber. Und da gibt's auch nicht jemanden, vor dem du Angst hättest, also wo du sagst, oh mein Gott, der ist so krass, der wird mir sehr wahrscheinlich an dem Tag so die Fresse polieren. Also da bist du egal. Ist damit, nee, es ist egal. Also ich will einfach nur Weltspitze kämpfen. Du hast diesen Killerinstinkt und würdest es mit jedem aufnehmen. Ich nehme es auf jeden Fall zu 100% mit jedem auf. Was ich aber nicht will, ist irgendwie Logan Paul Story, um die Brücke wieder dazu zu schlagen, dass mir irgendeiner sagt, ey Ferdi, du boxst jetzt hier in, sagen wir mal einfach blöd, zählt mir nicht ein, in Buxtehude in Offenbach vor 200 Leuten um der WM gegen Platz 3 der Welt. Nee, das ist doch scheiße.
So, genauso wie ohne Zuschauer und so. Das ist doch kacke. Ja, ja, ja. Nee, ich will den Vibe, ich will die Story und ich will das Ambiente, ich will die Atmosphäre und ich will diesen Moment. Und dafür trainiere ich und dafür würde ich auch alles geben. Ja. Fehlt das Feeling halt. Ne? Ich habe aber eine letzte kurze, also von mir persönlich eine Abschlussfrage. Ihr haut euch ja richtig die Fresse da ein, ne? Wenn man so. Und ist danach denn alles so, ja, wir sind wieder fein miteinander? Also ist das wirklich eine typische Sportart, wo man sagt, nee, man hat schon fair gegeneinander gekämpft und ist auch viel bisschen Show drumherum und so, aber nachher sind wir wieder fein, weil wir sind alle Sportler. Weil ich habe immer so das Gefühl so, ah, ich weiß nicht, das geht nachher in der Kabine weiter, so wie die beide drauf sind gerade. Also es gibt tatsächlich Boxer, wo das halt genauso läuft mit diesem ganzen Smash-Talk und dem ganzen Bums, aber das ist halt gar nicht mein Ding. Also finde ich überhaupt nicht cool. Hat auch bei der Sportart, finde ich, einfach relativ wenig zu suchen. Ich finde, wir bolzen uns da, wir umarmen uns danach und dann gibt es Gewinner und Verlierer und da macht man es vielleicht normal, dann bolzt man es wieder. Ja. Aber das hat genau richtig, das hat einfach im Profisport nichts zu suchen. Und da gibt es wieder eine interessante Box-Story. Ich habe gesagt, über Boxen könnte ich Ewigkeit reden. Gibt es Mayorga. Mayorga ist auch ein Argentinier, der wurde so vor 10, 15 Jahren wurde der für die Top-Leute halt immer so benutzt als Journeyman. Also die mussten an dem vorbei und dann haben sie halt einen Titel geboxt und Mayorga war halt der König des Smash-Talks. Da gibt es so eine Szene gegen Miguel Cotto, auch ein sehr geiler Boxer, beim Wiegen. Er hat halt quasi eine Zigarette und nimmt die so in den Mund rein und dann ist er ein Face-Off, ne? Und dann Face-Off mit der Zigarette rein, bläst ihn mit der Zigarette ein und dann ist halt alles komplett eskaliert. Schlägerei beim Wiegen und beim ganzen Kampf war es einfach nur so eine absolut brutale Stimmung. Gott sei Dank hat der Typ dann auch verloren. Aber sowas ist cool mal für die Show und für irgendein Highlight-Video nachher auf YouTube. Aber der Vibe am Ende des Kampfes ist immer, Alter, wir haben uns gerade richtig gegeben und geil, dass wir es gemacht haben. Egal, ob gewonnen, verloren, wenn es natürlich fair ist. Wenn einer das Spiel spielen will und halt ein Assi wird, ja, dann musst du natürlich auch was dagegen halten. So. Aber das klärt man im Ring und nicht davor. Easy. Ja. Ferdi, wenn man jetzt nach dir sucht und dich unterstützen will, wo kann man dich finden? Ja, erstmal findet man mich natürlich in Berlin-Köpenick, aber logischerweise auf Instagram, Ferdinand.Pilz, bei unserer Website. Ich habe hier so einen kleinen Flyer, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, von Athletic Nation CrossFit, aber auch auf bullsnation.de oder auf Ferdinand.Pilz.de. Jetzt habe ich es. Ferdi, danke, dass du da warst auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt gerade einen Boxmonolog gehalten. War easy. Mega geil. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke schön. Grüße, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Und auf jeden Fall, Alter. Schönen Abend euch noch. Dir auch, mein Freund. Ciao. Peace. Das Lustige, was Ferdi erwähnt hat, ist halt eben das mit Carl Johnson. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das, was irgendwie, ich glaube, 1970 bei Olympia erster Platz war, war 2009 oder so Einstellungstest in der Highschool, im Sprinten. Irre. Von der Zeit her. So, und dann muss man einfach überlegen, der Mensch hat sich so schnell nicht entwickelt. Andere Sachen schon. Denkt einfach mal drüber nach. Aber da gibt es eine ganz coole Doku, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, die findet man auch auf YouTube. Bigger, Faster, Stronger. Könnt ihr euch gerne mal geben. Oh, guter Tipp. Aus dem Chat kriegst du auf jeden Fall Komplimente, liebe Patty. Zeig uns mal dein Shirt, nämlich süßes Shirt hat die Patty heute an. Oder? Tada! Ja, show me what you got. Ja, sieht doch süß aus. Oder? Finde ich auch. Ist aufgefallen. ich würde trotzdem, weil wir eine Live-Sendung sind und 2 Stunden live sind, würde ich mal ganz, ganz schnell auf Toilette gehen und dann bin ich gleich sofort wieder da. Also gib mir eine Minute, ich renne sogar. Beeil dich, Forrest, lauf. Also ich muss mal kurz sagen, Tarkan, ich bin ja eigentlich nicht so bewandert, ne, im Boxen und so. Wir haben ja schon mal drüber geredet, ne? Ich habe ja immer so Mitleid mit den Menschen. Aber cooler Typ. Also wirklich. Ferdi ist ein cooler Atze auf jeden Fall. Ja. Also ja, ist ein ziemlich cooler Atze. Ja, auch ich war. Counters. Ja, genau. Und kann super geil quatschen. Und ich bin ehrlich, das, was mich an einem klassischen Boxen immer so ein bisschen. Ich gucke natürlich auch nur das, was letztendlich irgendwann mal im Fernsehen ausgestrahlt worden ist, ja, vor Corona. Und dieser
oh, dieses vorher immer, ja, wie er schon gesagt hat, dieses extremste gegenseitig aufpushen, habe ich mir immer gedacht, okay, ist das Marketing oder was? Ist irgendwie, oh, ich weiß nicht, nicht so ganz meins. Ne? Aber ich weiß, was er halt meint. Also ich glaube, finde ich aber auch cool, dass er das Ziel hat, wo er gesagt hat, oh, nee, einmal Las Vegas und so, weißt du, und dann da durch und die Menge um dich drumherum. Ne? Da ist, glaube ich, eher das Feeling als Scheiß auf den Titel, weißt du. Absolut. Und unabhängig davon ist natürlich auch klar, gerade beim Boxen und sowas oder allgemein beim Sport, auch beim Fußball oder sonst was, gibt es ja überall den Trash-Talk. Entweder du willst rein in die under the skin, wie man so schön sagt, bei deinem Gegner, weil klar, das nimmt Einfluss. Oder B, du willst auch einfach mal ein Produkt verkaufen, weil es wird ja überall immer beworben. Nur nichts verkauft sich besser als Beef quasi. Das kennen wir ja alle. Ja, das ist leider Gottes so. Aber auf jeden Fall ein cooler Typ. Hat mir sehr gut gefallen. Hat eine schöne Nase, kannst du ihm nochmal sagen. So, also ihr Lieben, last but not least, ja, wir sind natürlich noch nicht so ganz am Ende unserer Sendung, nämlich ein Gast steht uns positive Art und Weise noch bevor. Und zwar habe ich den eingeladen. Er ist Deutsch, auch nicht so richtig Deutscher, ist mit mir in derselben Branche quasi unterwegs und lustigerweise, weil wir mehr oder weniger Nachbarn hier in Los Angeles sind, habe ich ihn quasi direkt zu mir nach Hause eingeladen. Und da kommt er gerade zur Tür rein. Ihr könnt ihn noch nicht sehen. Das ist nämlich der liebe Steve Holmes. So, hallo meine Liebe. Oh, hi. Hallo. Deine Headphones rein. Okay, warte mal, so rum. So. So, könnt Hallo. Ihr uns hören? Hallo. Ja, wunderbar. Ich dachte, wir kriegen jetzt auch ein Küsschen. Oh. Gut, Tackern, so macht man das im Business. Jetzt hast du was dazugelernt. Quasi. Wir küssen uns alle immer auf den Mund, wenn wir uns treffen. Wenn Steve und ich uns treffen, gibt es dann auch einen Schmatzer. Ja, genau. So, und um das mal eben hier mal eben kurz klar zu machen, ja. Also, Steve und ich, wir sind beide in der Branche, wir müssen ungefähr jeden Tag zum Test, also wir sind alle Corona getestet, alles ist entspannt, alles ist gut, sonst hätten wir das natürlich hier auch nicht zusammen gemacht. So, Steve, erzähl mir, musstest du heute ganz schön früh aufstehen, oder? Ja, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich stehe oft früh auf. Echt? Ja, ich stehe oft früh auf, leg mich aber dann meistens wieder nochmal nach. ich bin nämlich ein starker Raucher. Und dann gehe ich eine rauchen und dann schlafe ich noch eine Runde. Also wieso? Also, ich sage, ich bin ein starker Raucher und dann wache ich auf in der Früh, rauche eine und dann lege ich mich wieder hin. Ach so, okay, gut. Ah, okay. Muss einfach nur lauter reden. Ja. Gut, mache ich. So, also schieß mal los. Ich kenne Steve ja schon. Ich erzähle mal, wie Steve und ich uns kennengelernt haben. Ja, bitte, bitte. Vielen, vielen Jahren. Ja, weil diese Geschichte ist eigentlich total lustig. Und zwar Venus. Es war meine erste Venus. Aber das wusste ich nicht, dass es deine erste war. Es war wirklich meine erste. Okay, das wusste ich nicht. Es war Venus, das war's. Ja, genau. Ja. So, wir beide waren im Hotel Berlin. Ich hatte von nichts einen Plan. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. So. Ich bin mit Patrick da ein bisschen rumgestrachelt und Conny, den kannte ich natürlich, ne? Den hatte ich ja auch schon vorher mal. Den kennt jeder in Deutschland. Genau. Yeah. So. Und dann ist mir Conny über den Weg gelaufen und sagte dann zu mir, Mensch, steht doch nicht da so alleine und so, ist ja immer sehr bemüht und sehr fürsorglich. Ja. Hat gesehen, dass Patrick und ich so ein bisschen abseits von allen waren, weil wir halt niemanden kannten. Und hat dann gesagt, komm, ich stelle euch mal jemanden vor. Und dann sind wir zu Steve gekommen. Ich hatte keine Ahnung, wer Steve ist. Er hat uns dann nicht wirklich vorgestellt, er hat den Namen gesagt, aber woher sollte ich wissen, als Newbie, dass Steve Darsteller ist oder Produzent, er hätte ja alles sein. Ich weiß auch gar nicht, ob er mich als Steve vorgestellt hat, denn bei uns in Deutschland ist es eigentlich so, dass wir uns alle eigentlich immer mit dem richtigen Namen angeredet haben und der Name Steve, den ich als Künstlername übernommen habe, den man mir gegeben hat, Der war mir anfangs überhaupt nicht geläufig, weil den keiner benutzt hat. Erst als ich dann im Ausland viel gearbeitet habe, habe ich mich dann gewöhnt, dass ich Steve bin. Also ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, aber ich habe sowieso eine Namensschwäche. Auf jeden Fall war es dann so, wir sind ins Gespräch gekommen, habe ich gedacht, netter Typ, lustig, alles entspannt. Stehen irgendwann draußen beim Rauchen, holt Steve sein Handy raus, guckt in sein Handy und sagt, du, auf seine sehr charmante Art, möchtest du nicht mal vielleicht, also
hier oben im Hotelzimmer drehe ich auch Content. Würdest du eventuell und überhaupt, guck mal, ich zeig dir mal, was ich mache. Dann hat er mir einen Clip gezeigt und ich habe mir diesen Clip angeguckt, der auch noch lustigerweise mit Paula war, Paula Rowe. Ja, mit Paula Rowe. Und ich habe mir diesen Clip angeguckt und habe mir gedacht, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Habe aber nichts gesagt, ich habe stillschweigend mir den Clip angeguckt. Was ist denn in dem Clip zu sehen gewesen? Du kannst ja nicht so hypen. Und dann... Ja, pass auf, komm. Also, Steve, Clip fertig, ich so, und er so, oh, kannst du es dir vorstellen? Und ich so, nee, ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben noch nie so einen großen Penis gesehen. Also das ist überhaupt nichts für mich. Aber man muss dazu sagen, es war POV gefilmt. Du konntest halt gar nicht sehen, wer das ist. Und dann habe ich gesagt, also mit dem Darsteller möchte ich nicht drehen. Und Steve so, das bin ich. Und ich habe gedacht, oh no. Die Peinlichkeit vor dem Herrn. Also mittlerweile ist der sehr willkommen bei mir. Also, ich habe nicht mit Steve gedreht an dem Tag. Weil ich habe ewig nicht zusammen. Nein, ewig nicht. Und ich glaube, das erste Mal haben sich uns dann eigentlich unsere Wege hier in Amerika gekreuzt. Und da habe ich immer gesagt, Mensch, ne, warum bucht uns denn nicht mal jemand zusammen? Das wäre doch total nice. Und irgendwann hatten wir dann die Ehre und haben das erste Mal wirklich hier in Amerika, also wir haben vorher trotzdem, also ne, knicki-knacki schon gemacht, ne, aber halt nicht für irgendwelche Firmen. Und dann wurden wir zusammen für die Firma gebucht und das war total lustig. Ich habe letztens für ihn wieder gedreht und der Produzent kam an und sagte, ihr wart das perfekte deutsche Ehepaar. Das war super. Euch würde ich jederzeit wieder buchen. Also Steve und ich sind das willkommene deutsche Ehepaar. Ich war damals, hatte ich von einer deutschen Firma, ich habe für die angefangen, in Russland zu drehen, weil ich eh in Russland war. Und gesagt habe, hier, Reisekosten fallen nicht an, ich kann für euch ein paar Szenen mitdrehen. Und die fanden das auch ganz toll, das nannte sich dann irgendwas mit St. Petersburg im Titel. Dann nach einer Weile, ich habe für die ein paar Folgen gedreht, haben sie gesagt, wir bräuchten was mit deutschen Mädels. Und es ist nicht einfach in Deutschland attraktive Frauen in der Branche zu finden, es gibt nicht viele. Und dann habe ich Patty kennengelernt und dann dachte ich, oh, das wäre doch toll, das wäre doch perfekt und so. Und sie, nee. Nein, der war auf jeden Fall zu groß, du. Und dann war ich, dachte ich mir, okay, gut, sie will mich nicht. Und dann, aber Jahre später haben wir uns dann. Steve, erzähl uns mal ein bisschen, ich hab dich schon mal danach gefragt. Erzähl uns mal ein bisschen über deine quasi Lebensgeschichte, wo du groß geworden bist, aufgewachsen, wie du über zu von gekommen bist. Ja, das ist bei mir ein bisschen kompliziert, weil ich bin Deutscher, aber nicht in Deutschland geboren. Es gibt in Rumänien eine Gegend, die kennt jeder aus den Vampirfilmen, Transsilvanien. Mhm. Transsilvanien kommt aus dem Lateinischen, heißt eigentlich nur Hinterwäldler. Transsilvas, hinter den Wäldern. Mhm. Oh. Auf Deutsch ist es Siebenbürgen und da lebt seit Jahrhunderten eine deutsche Minderheit. Und da bin ich geboren in einer Stadt, die nennt sich auf Deutsch Hermannstadt. Und wie jede Stadt in Transsilvanien hat sie drei Namen, einen deutschen, einen rumänischen und einen ungarischen, weil Transsilvanien war bis Ende des Ersten Weltkriegs Teil Ungarns, wurde dann aufgeteilt und so weiter. Also meine Großeltern waren ungarische Staatsbürger und wurden dann rumänische, ohne umzusiedeln. ich bin also mit rumänischer Staatsbürgerschaft geboren, aber in meiner Geburtsurkunde steht auch Nationalität Deutsch. Ich habe nie rumänisch gesprochen. Wir haben in dieser deutschen Bubble da gelebt, Nachbarschaft und so weiter. Bin als Kind 1968, dann wisst ihr, wie alt ich bin, gerade vor ein paar Tagen 60 geworden. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Danke. Ja, alles gut nachträglich. Danke. Bin dann als Kind nach Deutschland gekommen, nach Bayern. Bin dann dort aufgewachsen in einer kleinen Stadt, also für deutsche Verhältnisse gar nicht so klein, Augsburg. Aber ich meine, 250.000 Einwohner oder sowas, das ist hier noch nicht mal ein Stadtviertel. Man lebt hier in einer anderen Umgebung. Wenn man sich vorstellt, Los Angeles hat mehr Einwohner als Belgien oder
ist überraschend. Ich weiß jetzt, Belgien weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mehr als Bulgarien. Und ja, bin dann in Augsburg aufgewachsen, bin dann nach München gezogen, dann später hin und her gezogen. Wir haben viele Jahre in Ungarn gelebt, weil da halt auch ein Zentrum dieser Pornobranche ist. Und verbringe jetzt die meiste Zeit in Los Angeles. Nicht schlecht, nicht schlecht. Steve, aber habe viel, viel auf der ganzen Welt gedreht, also auch jetzt noch. Mit Corona ist natürlich das Reisen eingeschränkt, aber ich habe in insgesamt 21 Ländern gedreht. Respekt, 21 Länder ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Die meisten werden das niemals als Urlaub quasi deklarieren können. Deswegen, aber darf ich mal was fragen? Du sagst ja, du bist ja schon ein bisschen länger dabei. So. Da hast du ja auch viele Leute kommen und gehen sehen. War vielleicht das ist wahr, ja. Aber war für dich so derjenige, welche, der aus deiner Sicht zu früh aufgehört hat, aber theoretisch, also weiblich oder männlich, eigentlich hätte wesentlich größer, die Legacy hätte wesentlich größer sein können, als sie jetzt eigentlich geworden ist dadurch? Ach gut, das kann ich so eigentlich nicht ausdrücken. Ich meine, Gina Wild hätte sicherlich noch eine lange Karriere vor sich gehabt, wenn sie es gewollt hätte. Aber sie sieht auf jeden Fall noch knackig aus, ja. Ja, ich würde nicht sagen, sie hat zu früh aufgehört. Sie hat halt aufgehört, wo sie nicht mehr wollte, wo sie für sich entschieden hat, dass sie jetzt andere Wege gehen. Und so gibt es eben, egal ob Frauen oder Männer, Leute, die das ewig machen. Also es gibt ja auch Leute, die wesentlich jünger sind im Business, im Leben, aber länger im Business dabei sind, wenn ich denke, Tony Ribas zum Beispiel, der ist 10 Jahre jünger als ich, aber länger im Business. Der hat mit 18 angefangen, ich habe mit 35 angefangen. Ach. Und der Tony, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jemals was anderes machen will. Das ist sein Leben und alles. Und es gibt auch Frauen, die sehr, sehr lange im Business sind. Aber jeder muss für sich, manche machen das ein Jahr, 2 Jahre, dann ist das toll. Bekannt und berühmt ist ja Sasha Grey, weil die danach auch noch Hollywood-Geschichten gemacht hat und so. Und die ist mit 18, an ihrem 18. Geburtstag oder 1-2 Tage später, hat die ihre erste Szene gedreht. Die hat schon als Teenager da entgegengefiebert und sich vorbereitet und Kontakte mit Agenturen aufgenommen und so weiter. Und konnte es gar nicht abwehren. Und die hat das auch ein paar Jahre gemacht, war super erfolgreich. Die könnte heute noch super erfolgreich in der Branche sein, aber für sie ist das abgeschlossen. Sie macht jetzt andere Sachen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, wow. Aber jetzt meine Frage ist, du hast es ja schon so am Rand erwähnt und man kann auch nachlesen, dass du so auch einen Zusammenhang zu Budapest hast, ja, und zu Ungarn, ne? Würdest du sagen, dass Budapest die Hauptstadt des Pornos in Europa ist? Weil L.A. ist ja umstritten, aber würdest du sagen, da geht schon einiges so im Porno-Bereich? Also Budapest teilt sich diese Hauptstadtrolle mit Prag. Ja? Ich würde sagen, ja, Prag und Budapest würde ich so auf demselben Niveau sehen, in beiden Städten. Es sind auch heiße Frauen da unterwegs. Also als ich da zu Gast war in der Stadt, habe ich noch nie so oft laut rausgerufen und gepfiffen. Das ist normalerweise nicht meine Art. Aber ich stand wirklich ein paar Mal da und war nur so, oh, wow. Und die Mädels waren nicht so genervt, wie man das hier kennt, sondern die waren so, oh, thank you. Die Mädels sind es nicht gewöhnt, dass man ihnen nachpfeift, weil das ist eigentlich das Schöne in Budapest. Die können auch sehr gewagt mit den kürzesten Röckchen und sonst was durch die Straßen gehen, ohne belästigt zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für sie wichtig. Also du siehst auch nachts um 4 Uhr Mädels von einer Party nach Hause gehen. Und ähnlich in St. Petersburg, muss ich sagen, wo ich erzähle ich euch gleich eine Geschichte. Die werden aber nicht belästigt und man sieht ihnen vielleicht hinterher, aber man macht es diskret, sie werden in Ruhe gelassen. Deswegen, sonst würden sie vielleicht auch nicht so rumlaufen. Also Budapest und Prag, würdest du sagen, sind so die Hauptstädte, wenn man über Hoch-Quality-Porn redet, ja? Quality sei jetzt dahingestellt, da wird alles hergestellt. Also in Budapest und Prag, da gibt es Billigproduktionen irgendwo im Hinterzimmer, da gibt es aufwendige Produktionen. Es gibt auch Filmstudios. Wir haben zum Beispiel aufwendige Filme gedreht, richtig wie Hollywood. Wir haben zum Beispiel einen Kriegsfilm da gedreht, da hatten wir hunderte von Statisten, Uniformen, Originalwaffen, aus dem Zweiten Weltkrieg, Uniformen, all das, Drehbuch in
90 Drehtage wie bei einem Spielfilm. Studios, die Fernsehstudios der ungarischen Fernsehens und so weiter. Also da werden aufwendige Sachen gedreht, da werden aber auch natürlich Billigproduktionen. Es ist einfach alles da. Die Leute kommen aus der ganzen Welt, um dort zu arbeiten, sowohl Prag als Budapest, da trifft man Engländer, da trifft man... Ja, und ich meine, Rocco Siffredi hat ja auch sehr viel in Budapest gemacht, deswegen... Der lebt ja da, der lebt ja. Der hat auch ein Haus in Rom, aber Rocco hat ein bisschen ein wunderschönes privates Haus und dann hat er, was wir Roccoland nennen. So Disneyland für Erwachsene, ein Riesenanwesen. Mit mehreren Gebäuden, mit einer eigenen Rennstrecke für seine Motocross, mit einem künstlichen See, mit Hubschrauber. Und da warst du schon? Warst du schon auf Roccoland? Ja, ja, oft, weil wir da drehen, ja. Also, und hast du da auch ein paar Sachen geschossen und mit dem Squad rumgefahren? Und ja, ja, also mit dem Squad rumgefahren bin ich nicht, das ist nicht so mein Ding. Mein guter Freund Oma hat sich da auch schwer verletzt und er ist nicht der Einzige, der sich da schwer verletzt hat. Da habe ich gesagt, da lasse ich die Finger davon. Okay. Da kann man aber mal... Roccoland, das ist ja wirklich super. Das ist dein Favorite jetzt. Also ich glaube, wofür Steve die meisten Männer in der Tat beneiden, ist, dass er natürlich, ich weiß nicht, es ist halt einfach so, die geilsten Weiber hier einfach abbekommen und vor allen Dingen jung noch dazu. Ich würde ganz gerne von dir, Steve, in der Pornobranche deine Top 5 Porno Stars, komm mal jung, ich bin raus, ja, ich habe gesagt jung, wissen, wen du hier schon alles, damit unsere Zuschauer mal so ein Feeling dafür bekommen, wen du schon alles quasi vor deiner Lunte hattest, kann man das so sagen? Und da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist die Frage, die ich so oft gestellt bekomme, gestern erst wieder am Golfplatz, hey, wer sind deine Liebsten? Und ich sage immer, ich mache diesen Job, weil ich die Vielseitigkeit mag und nicht, weil ich mich auf einen oder sagen, die Abwechslung, das ist das, ich muss, und ich verliebe mich jedes Mal aufs Neue am Set und dann komme ich runter vom Set und dann ist mein Kopf wieder frei und dann verliebe ich mich in die nächste. Okay, dann stelle ich die Frage anders. Was glaubst du, weil natürlich gibt es halt Menschen, die halt sagen, oh mein Gott, ich werfe jetzt einfach mal einen Namen in den Raum, ja, Angela White, mit der würde ich so gern mal drehen. So, von wo du das Feeling hast, so okay, das sind halt wirklich Berühmtheiten, da beneiden mich andere Männer richtig für, dass ich mit denen halt schon eine Nummer geschoben habe. Also Angela White ist ein sehr positives Beispiel, mit der ich oft gedreht habe, auch in der Zeit, als sie noch in Australien gelebt hat und nur ab und zu hier zu Besuch kam, um mit Amerikanern in Anführungszeichen zu drehen. Da wurde ich dann mitgezählt, weil ich hier war. Und sie hatte dann so ihre Liste, Manuel und Steve Holmes und so weiter, mit dem sie drehen wollte. Und dann ist sie zurückgeflogen nach Australien. Jetzt lebt sie ja hier gleich in der Nachbarschaft. Ja. Ich werde anschließend noch in ihrem Haus sein. Oh, cool. Allerdings nicht bei ihr, sondern bei einem anderen Kollegen, bei Mike Adriano, der im selben Haus wohnt. Stimmt, der wohnt auch hier im Ende. Ja, der wohnt im selben Haus. Ein sehr, sehr positives Beispiel. Ich gebe euch mal eine Anekdote eines negativen Beispiels, ohne Namen zu nennen. Das ist schon viele Jahre her. Ich war noch relativ neu und wir hatten große, teure Private-Produktionen. Ein großer Name, ich nenne den jetzt bewusst nicht, damals ein Star. Sie hat damals $3,000 für eine Szene bekommen. Das war vor 20 Jahren. Deutscher oder Amerikaner? Eine Ungarin. Das war wahrscheinlich, hat ihr Vater im halben Jahr so viel verdient, was sie in einer Szene bekommen hat. Und ich werde bis heute von Fans angeschrieben: Mein Gott, du Glücklicher, dass du mit ihr gedreht hast. Das war eines meiner unangenehmsten Erlebnisse. Eine Zicke vor dem Herrn. Die Szene schaut fantastisch aus. Ja? Das sieht man ja dann nicht. Und manchmal ist es umgekehrt: Du drehst mit einem völlig unbekannten Mädel, die auch nie bekannt wird und die Szene schaut auch gar nicht so toll aus, weil die Leute hinter der Kamera ihr Handwerk nicht verstehen, anhaben. Aber vor der Kamera haben wir den Spaß unseres Lebens. Es überträgt sich nicht immer eins zu eins auf das Endprodukt. Bekanntlich die Chemie, von der wir vorhin schon hatten, in der Kunst quasi. Ja. Muss stimmen, absolut. Ich kann dir immer noch sagen, also du hast immer noch eine treue Fangemeinschaft in Deutschland, weil als ich dein Foto quasi bei Instagram reingepackt habe,
wurde ich sowohl von weiblich als auch männlich darauf angesprochen und dass die immer noch große Fans von dir sind. Also von daher, Deutschland scheint hier immer noch im Herzen zu haben auf jeden Fall. Das ist doch schon mal positiv. Das freut mich. Ich habe nämlich, als mich Patty angesprochen hat, ob ich mitmachen will bei dieser Sendung, habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob man mich in Deutschland überhaupt noch kennt, weil ich ja schon ewig da nichts mehr gemacht habe. Aber das freut mich zu hören. Du wurdest gefordert von unserem Techniker hier, der das alles betreut und macht. Also der war sofort, boom, er ist explodiert vor Freude. Er hat da drunter geschrieben, das fand ich das Beste. Sorry, dass ich das jetzt ausbaue, das fand ich das Beste. Don Holmes. Das war ich. Ach, das warst du, sorry. Das war ich, also da will ich ja auch was sagen. Aber jetzt, ich hatte auch noch mal eine Frage. Du hattest ja wirklich die großen Namen. Ja, du sagst ja, du möchtest nicht unbedingt jetzt hier angeben, mit welchen Leuten du hattest. Aber eine Frage hätte ich trotzdem in diese Richtung. Nein, nur vorher wollte ich den Namen nicht nennen, weil es ein Negativbeispiel war. Ja, okay, ich verstehe. Muss man ja aber wie nah bist du an Jenna Jameson rangekommen in deiner Karriere? Überhaupt nicht. Wir haben uns mal flüchtig getroffen. Ich habe nie mit ihr gedreht. Als sie schon nur noch mit ihrem Freund oder Mann oder was gedreht hat, haben wir uns mal kennengelernt. Wir wurden uns flüchtig vorgestellt, aber ich habe nie mit ihr gedreht. Und ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwann mal gehört, die war mit Tito Ortiz, also einem ehemaligen UFC-Fighter zusammen und der hat dann irgendwie, hat sie dann gesagt, sie macht nur noch weibliche Szenen oder irgendwie sowas. Ja. Also es sind einige große Namen, die wie Teresa Orlowski zum Beispiel in Deutschland bekannt ist oder so weiter, die hatten schon nicht mehr gedreht, als ich angefangen habe. Ich habe meine erste Szene im November 96 gedreht. Oder Sarah hast du jetzt Young ein 25-Jähriges? Ja. Auch herzlichen Glückwunsch dazu, würde ich sagen. Danke. Wie viel Pokale hast du denn insgesamt gewonnen? Du bist ja mehrfacher, ich weiß nicht. Award-Gewinner, genau. Wie viel hast du insgesamt gewonnen und wofür alles? Das weiß ich nicht insgesamt. Ich habe eine ganze Menge rumstehen zu Hause. Ich hab ja die Sendung mir angeguckt, die letzten zwei, damit ich weiß, wer ihr seid und wie das alles läuft. Und da war bei der letzten oder vorletzten Sendung, habt ihr über Awards gesprochen. Und deswegen habe ich bei dem Foto, das ich euch geschickt habe, das ich vor zwei Tagen aufgenommen habe, extra die ausgepackt. Die waren noch verpackt und versiegelt. Das sind die letzten beiden von diesem Jahr. Die waren für die Most Outrageous Sex Scene und Best Double Penetration Sex Scene. Also ich kriege eigentlich fast jedes Jahr irgendwas. Sehr bescheiden. Easy. Ja, ich habe auf den, aber die, sag mal, das ist für so Szenen, da gibt es ja wahnsinnig viele Awards. Also es gibt ja wirklich unwahrscheinlich viele Awards. Die am meisten zählen, das ist natürlich für Performer of the Year. Und da habe ich zwei AVN für Foreign Performer of the Year bekommen, zwei Expis für Foreign Performer of the Year, dann habe ich Venus und dann gab es noch Awards in Brüssel und in Barcelona und wo habe ich noch, Belgrad war mal eine Messe, da habe ich zwei Awards bekommen und aber wie viel es insgesamt sind, weiß ich nicht. Dahin geht nochmal gleich eine Anschlussfrage. Also bei mir beim Sport ist es so, man sagt immer so, wenn du die Nervosität nicht mehr hast, so dann verlierst du halt eben die, also dann macht es eigentlich auch keinen Sinn mehr. Wie ist es für dich nach 25 Jahren jetzt in diesem Business? Bist du dazwischen noch nervös vor einer Szene oder wie ist das, wie hat sich die Routine quasi verändert in der Zwischenzeit sozusagen? Also nervös nicht, aber es ist immer noch eine gewisse Anspannung da und die sollte man auch behalten. Aber auf jeden Fall. Nervös war ich, glaube ich, nie. Ich glaube, das ist auch nicht gut für eine Erektion. Aber hier, apropos Erektion, jetzt möchte ich wir kommen ja zum Ende der Sendung so langsam, ja, und da möchte ich noch mal eine Frage stellen. Was und wer hat den größten, Steve, wer hat den größten? In 25 Jahren hast du ja einiges erlebt. Wer hat den größten? Nachdem ich mehr mit Frauen als mit Männern arbeite, habe ich gar nicht so viele. Ich kenne viele Kollegen, ohne sie jemals nackt gesehen zu haben. Aber man sieht ja Bilder, man redet ja, man hört ja. Wahrscheinlich sehen die Fans mehr Bilder als ich, weil ich werde auch oft auf Szenen angesprochen, das und das und sagen,
keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Da gibt es einen schwarzen, mir fällt sein Name jetzt nicht ein, der, aber ich habe den nie nackt gesehen. Also, redet jeder davon, dass der so einen Mörderteil hat, aber ich habe den. Ich bin auch schlecht mit Namen. Jüngerer Typ? Nee, der ist auch schon ein paar Jahre im Business. Aber wie gesagt, ich habe nur gehört, ich habe ihn noch nie nackt gesehen. Weder auf Fotos noch in Real Life. Also ich sag's mal so, ne? Ich habe da schon ein paar mehr. Ja. Du hast bestimmt mehr gesehen. Also sie kann das besser beantworten als ich. Ja. Also ich würde mal sagen, und das ist jetzt auch keine Schmeichelei oder sonst irgendwas, sondern ich bin da immer ehrlich und geradeaus. Also von der Größe her, es gibt ja noch Unterschiede zwischen Größe und Umfang und sowas. Von Weite oder genau. Länge. Oder, also ja. Von der Größe her würde ich sagen, ist Steve ganz klar im oberen Viertel angesiedelt, definitiv. Und von der Kompatibilität 10 von 10 Punkten. Also das muss ich wirklich sagen. Das Problem. Stiftung Warentest, Texas Pay. Ja. Genau. Das Problem mit der Größe, die kann ja auch unangenehm sein für eine Frau. Ja. Und ich weiß eben von vielen Frauen, die sagen, ah, mit dir ist es angenehm zu arbeiten. Weil du kannst natürlich, wenn du ein bisschen größer gebaut bist, nicht einfach reinhämmern, sondern musst halt ein bisschen auch auf deine Partnerin eingehen. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man ein bisschen größer gebaut ist, besonders wichtig. Sehr romantisch ausgedrückt. Der Mann weiß es. So viel Romantik am Ende unserer Sendung. Naja, ich habe noch eine Frage. Also, wir beide sind ja immer so, okay, was sind wir heute, wenn die Kamera angeht? Bei mir ist das jetzt weniger so, weil ich spiele immer die Stepmom oder sonst irgendwas. Ich bin immer irgendeine MILF, meistens. Aber der männliche Part switcht ja. Ich würde ganz gerne mal von dir so ad hoc, was dir einfällt, was hast du schon als Mann vor der Kamera gespielt? Also sprich, weißt du, was ich meine, ne? Banker, Schornsteinfeger, whatever. Also ich werde sehr gerne besetzt als irgendwie, ja, Manager, Banker, Arzt oder sonst was. Ich habe schon so viele Arztrollen gespielt. Aber wirklich alles schon, vom Pizzaboten über den Poolboy, die typischen Porno-Geschichten. Meistens werde ich in der Rolle, wenn es ein Spielfilm ist, wenn es eine Handlung geht, in die Rolle des Bösen gesetzt, der Villain oder sonst was. Gerne auch für BDSM-Szenen als der gestrenge Herr oder sonst was. Was ich eigentlich in meinem persönlichen Leben überhaupt nicht bin. Aber es macht Spaß, das zu spielen. Es macht eh viel mehr Spaß, etwas zu spielen, was man nicht ist. Ja. Ich habe zum Beispiel für Mario Salieri in dem Kriegsfilm einen SS-Offizier gespielt. Ein ganz böser Kerl, der ganz viele schreckliche Dinge angestellt hat. Und zu spielen macht das Spaß. Also ich habe das jetzt mal, ich habe mir das ja angeguckt. Ne? Das war wirklich also ein Film, wo ich gesagt habe, oh wow. Und ich glaube, wir haben halt einfach... also hier in Amerika zumindest das Problem, dadurch, dass wir halt auch so ein, also ich glaube, wir haben immer noch den Akzent, klar, logisch, und dadurch wirken wir halt so, und Steve kann das halt auch super spielen, ne? Aber Steve ist auch so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, ne? Also wirklich, wenn er halt sowas spielt, das ist so, du denkst dir dann teilweise, wenn du dir das nachher geschnitten ankommst, so, oh wow. Wenn du dir aber diese ganzen Zwischencuts anguckst, denkst du so, ach Gott, ist der süß. Naja, aber gerade bei so einer Szene ist es ja sehr, sehr wichtig, deiner Partnerin ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens zu geben, weil man dann eben auch zwischen den harten Elementen wechselt und man will ja, dass sie sich wohlfühlt. Also ich weiß das auf jeden Fall sehr zu schätzen. So, ich glaube, das ist die allseits beliebte Frage, die mir auch immer gestellt wird. Du hast ja gerade selber gelüftet, ich habe es nicht gesagt, ja. Du hast deinen 60. Geburtstag gefeiert. Ja. Wie lange bleibst du uns noch treu? Solange Leute bereit sind, meine Filme zu sehen und mich dafür zu bezahlen, Sex mit schönen Frauen zu haben, werde ich das nicht aufhören. Tada! Das finde ich. Das finde ich super. Das ist weil ich kriege auch immer die Frage gestellt, dann denke ich mir auch so, ja, schwierig zu sagen, irgendwie, weiß ich nicht. Also solange ich Lust habe und solange andere Leute das halt sehen wollen, ist super für mich. Also ich glaube, ich werde die Lust so schnell nicht verlieren.
gut, dann muss man sich halt irgendwann entscheiden, ob es halt nicht mehr vor der Kamera stattfindet. Wenn es halt niemanden mehr gibt, der sich das anschaut, macht das ja dann auch keinen Sinn. Wobei ich anders sagen muss, ich hab in meinem Leben ja vieles gemacht. Ich war ja in verschiedenen Berufen tätig, bevor ich Porno gemacht habe. Und auch jetzt bei Porno, ich habe Spaß, auch immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Und so gern ich vor der Kamera bin, mache ich auch immer mehr hinter der Kamera mit Produktion, mit Schnitt, mit Kamera. Ich habe wahnsinnig viel Spaß bei Fotografie. Ich habe mir viel teures Equipment angeschafft und so weiter. Also in der Branche verschiedene Sachen zu machen, macht auch Spaß. Steve, jetzt noch zum Abschluss noch mal eine kleine Frage Richtung Deutschland. Ja. Was vermisst du an Deutschland? Hast du noch irgendwelche Verbindungen zu Deutschland? Was weiß ich, Fußball, Politik oder so? Was kriegst du noch mit von Deutschland? Was vermisst du quasi an Deutschland? Ich krieg viel mit, weil ich regelmäßig die Deutsche Welle höre und Spiegel lese. Und ich krieg also immer mit, was sich da tut. Bin nach wie vor interessiert, was sich da tut. Fußball hat mich noch nie interessiert, also davon kriege ich nichts mit. aber... Was ich an Deutschland vermisse, ganz besonders das deutsche Brot. Und ich wollte euch eigentlich deutsches Brot mitbringen. Hier gibt es einen Russen, der oft auf dem Weg liegt. Und ich habe extra noch angehalten, um euch deutsches Brot vom Russen mitzubringen. Aber der hatte leider zu. Die machen erst nach 9 Uhr auf. Alles gut. Ich muss eh gleich noch da zum Test, denn dann werde ich da selber halt machen. Ja, dann sehr cool, Steve, dass du dir Zeit genommen hast. Auf jeden aber Fall. Bevor wir abmoderieren, müssen wir noch auflösen, wer bei unserem Gewinnspiel gewonnen hat. Ja? Weil unser lieber Tarkan hat nämlich drei Pakete, Merch-Pakete mit Support Love Wrestling zur Verfügung gestellt. Und ich möchte die drei Sieger bitte vorlesen. Und die Leute, die ich jetzt vorlese, schickt uns bitte eure Adresse an unsere Instagram-Seite 3andSome, dort eine persönliche Nachricht hinschicken und wir schicken euch das Merch-Paket zu. Richtig, Tarkan? Ja, absolut. Wollte ich auch gerade sagen, man braucht ja die Adresse, sonst geht das nicht. Genau, also gewonnen haben Sensation 82, Mark 1982 und Revox TM. Ihr drei habt ein Tarkan Aslan Paket gewonnen von Support Love Wrestling. Absolut. Gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube sogar, Marc, wenn du das bist, den ich gerade meine, schreib mir mal gleich. Das würde mich interessieren. Würde mich sehr freuen für dich. Ja, und ich will mich bedanken, dass ich da hier sein konnte. Und oh, wir danken Grüße, dir. Schöne Grüße nach Deutschland. Wir danken dir, mein Freund, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist uns eine Ehre, dass du dir Zeit genommen hast und wie mir auch gerade Alex geschrieben hat, ja, er sagt immer, diese 20 Minuten gehen so schnell vorbei und man braucht meistens diese 2-3 Minuten, um sich kennenzulernen und dann am Ende haut man eigentlich einen raus und denkt sich, ach schade, es ist schon vorbei. Ja, Darf ich noch Grüße schicken? Ja, bitte. Schicken? Natürlich. Da gibt es einen deutschen Rapper, der heißt Laidback Leo und der schaut jetzt zu und der hat nämlich einen Song geschrieben, wo ich auch mit vorkomme und dann ihr könnt euch seine YouTube-Seite anschauen. Schöne Grüße an Leo. Der, by the way, wirklich, ich habe mir den Song angehört, als wir bei Steve zum Geburtstag feiern waren. Ne? Ich habe nämlich für Steve einen Kuchen gebacken zum Geburtstag. Oh ja. der sehr, sehr nice war. Und ich glaube, da stehen noch ein paar andere Projekte, aber da kannst du noch nicht drüber reden. Ja, ja, ja. Die lassen wir noch außen vor. Also auf jeden Fall einmal den Song anhören, weil er spricht wahre Worte in dem Song. Jo, dann würde ich sagen, liebe Freunde, Steve Holmes, ihr wisst, wo ihr ihn findet. Wenn irgendeine heiße Frau vor der Kamera ist, ist Steve nicht weit entfernt. Und das war's. Lieben Dank an Tarkan Aslan, an Texas Paddy, Steve Holmes in the house. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Liked uns überall. TikTok, YouTube, Instagram, Twitch. Und unterstützt uns. Wir freuen uns. Es macht uns so viel Spaß. Und schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Ciao, tschüss. Euer. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.